Heimat hat Konjunktur. Früher war sie ein Fall fürs Musikantenstadel, heute steht sie im Zentrum der Politik. Heimat ist für jeden etwas anderes. Für mich ist es das Land. Ich lebe auf dem Dorf, wie übrigens die Mehrheit der Deutschen. Nach wie vor werden wir vom Land gerne belächelt oder mit dem Etikett provinziell versehen. Diesen sei übrigens geantwortet, und das sage ich voller Stolz als Landkind. Provinzialität ist keine Frage der Größe einer Stadt, sondern am Ende der Enge des eigenen Horizonts. Zur Wahrheit gehört, das Land ist weder Idylle noch Niemandsland. Was sind die Fakten? 90% der Fläche in Deutschland ist ländlich. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt dort. Es ist die Heimat des Mittelstandes. Familien können sich ein Eigenheim leisten. Die Natur ist nah und nirgendwo gibt es mehr Ehrenamt. Aber es fehlen auch Hebammen, Läden, Busverbindungen, Handyempfang. Häuser stehen leer, Vereine lösen sich auf, Grundschulen schließen. Kurzum, es gibt eine Zersplitterung der Lebensverhältnisse. Diese Erkenntnisse sind nicht neu, insbesondere Ihnen nicht als fachkundigen Publikum. Aber die Aufmerksamkeit der Politik lag lange Zeit stärker auf Ballungszentren. Für die ländlichen Regionen interessierten sich nur wenige, aber unsere CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Unsere Fraktion hat sich immer für die Menschen auf dem Land stark gemacht, mit Wort und auch mit Tat. Und dies zeugt auch heute davon, dass wir uns mit diesem Kongress Heimat mit Zukunft, mit diesem so wichtigen Thema befassen. Übrigens nicht das erste Mal. Wichtig ist uns, keine Konkurrenzdebatte zwischen Stadt und Land zu führen. Es geht uns um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Gänze. Und deshalb haben wir uns auch als CDU-CSU bei den Koalitionsverhandlungen massiv dafür eingesetzt, dass erstens es eine Kommission Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gibt, die gerade heute ihre Auftaktveranstaltung hatte. Zweitens, sich das Thema Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wie ein roter Faden durch den gesamten Koalitionsvertrag zieht und damit übrigens auch das Thema der ländlichen Region. Es gab noch nie so viel ländliche Region in einem Koalitionsvertrag wie diesem, der unsere Handschrift trägt. Wir wissen, Investitionen in den ländlichen Raum sind Investitionen in die Zukunft von ganz Deutschland. Nur wenn ländliche Regionen attraktiv bleiben, wird die Landflucht gestoppt und damit übrigens auch der Zuzug in Großstädte. Wir wissen, es braucht maßgeschneiderte Lösungen. Ländliche Regionen sind nicht per se hilfsbedürftig und sie sind auch nicht per se stark. In Franken werden Fachkräfte gesucht, in der Westpfalz wandern sie dagegen ab. Bei den einen boomt es und die anderen fühlen sich abgehängt. Deshalb fordert übrigens auch der Sachverständigenrat für ländliche Entwicklung, liebe Julia Klöckner, in deinem Haus, den Mut zu regionalen Lösungen. Wir wissen, gerade auf dem Land ist ohne das Ehrenamt als soziale Infrastruktur kein Staat zu machen. Sie stehen für die Daseinsvorsorge und damit das Überleben so mancher Ortschaft in der Feuerwehr, im THW, im Sozialverband, in Chören oder Sportvereinen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und dafür brauchen wir sachverständige Hilfe, auch heute durch die Sachverständigen, die wir für dieses Gespräch gewinnen konnten, die auch gleich vorgestellt werden. Ich bin meiner Fraktion zutiefst dankbar, den vielen Kolleginnen und Kollegen, die heute hier sind. Und es ist eine breite, wirklich Resonanz erfolgt aus der Mitte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion heraus, dass wir diesen Kongress als Auftakt in eine Veranstaltungsreihe heute stattfinden lassen. Und ich möchte mich dafür stellvertretend bedanken, zum einen bei dem jetzt schon langjährigen Wegbegleiter an dieser Funktion, Alexander Dobrindt, als Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Herzlich willkommen, Alexander. Es ist schön, dass du da bist. Und
ich möchte mich besonders auch bedanken bei unserem neuen Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Wir können wahrscheinlich erahnen, was sich einen Tag nach einer Wahl so alles auf seinem Schreibtisch und in seiner Mailbox anstapelt. Es ist aus unserer Sicht eine besondere Auszeichnung auch für dieses Thema, dass du dir heute die Zeit nimmst und zu uns sprichst. Herzlich willkommen, Ralf Brinkhaus. Stellvertretend für die Bundesregierung und Behörden, Institutionen darf ich begrüßen unsere Bundesministerin Julia Klöckner. Herzlich willkommen. Stellvertretend für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, den Vorsitzenden des zuständigen Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft, Alois Gehrig. Und natürlich Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie aus ganz Deutschland zu uns gekommen sind. Ihre Anwesenheit zeigt uns, wie wichtig dieses Thema ist. Und dieser Kongress soll Ihnen zeigen, wie wichtig wir dieses Thema nehmen. Und jetzt ist es mir ein Vergnügen, überzuleiten an die Moderatorin des heutigen Tages, Heike Götz. Die viele von Ihnen werden sie kennen als Moderatorin der Landpartie im NDR. Sie spricht aus berufenem Mund und deshalb das Wort jetzt für Sie. Ich wünsche Ihnen ja prickelnde, erfüllte, begegnende Stunden. Vielen Dank, Gitta Konnemann. Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ich mache es ganz kurz. Mein Name ist Heike Götz. Ich arbeite beim NDR Fernsehen, moderiere dort eine Sendung, die heißt Landpartie. Das mache ich schon seit 1999. Vielleicht hat der eine oder die andere die Sendung mal gesehen. Ich radle also durch eine Region in Norddeutschland, also in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen. Und ich treffe dort Menschen, die auf dem Lande leben und arbeiten. Das sind Bauern, das sind Fischer, das sind Gärtner, das sind Landfrauen, das sind Menschen, ja, wie du und ich, die dort leben, die dort arbeiten. Und ich habe viele, viele Gesprächspartner kennengelernt im Laufe dieser 20 Jahre. Und ich kann Ihnen sagen, die meisten leben gern in ihrer Heimat, die meisten machen ihre Arbeit mit Herzblut und die allermeisten sind verbunden mit ihrer Scholle und die wollen da gar nicht weg. Und deswegen freue ich mich, dass ich Sie heute durch diesen Kongress führen darf, natürlich vor allem gleich durch die Podiumsdiskussion. Aber jetzt erst einmal Bühne frei für den ganz frisch gebackenen Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Ralf Brinkhaus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank, liebe Frau Götz. Vielen Dank, liebe Gitta Konnemann, dass du diese Reihe, denn es ist ja nicht nur eine einmalige Veranstaltung, organisierst, hast und auch organisieren wirst. Vielen Dank, liebe Julia Klöckner, dass du gekommen bist heute und die Veranstaltung dadurch aufwertest. Und natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, der Saal ist voll und das zeigt, dass das Interesse auch sehr, sehr groß ist. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, hier heute zu stehen, weil ich auch ein Kind vom Land bin. Jetzt muss ich Sie in einer Sache korrigieren. Sie haben gesagt, Sie sind im Land, auf dem Land unterwegs, Frau Götz. Da sehen Sie Fischer, Landwirte und Gärtner. Bei uns im Land, im Ostwestfalen, da sehen Sie aber auch Maschinenbauer und Menschen, die in der Industrie arbeiten. Weil der ländliche Raum eben mehr ist als Landwirtschaft, als Landschaft, sondern der ländliche Raum, der ist auch unser industrieller, unser wirtschaftlicher Motor. Wir haben die sogenannten Hidden Champions und die sitzen in Südwestfalen, die sitzen im Münsterland, die sitzen im Hohenlohischen, die sitzen auf der Schwäbischen Alb. Das heißt, die sitzen im ländlichen Raum und deswegen bei allem Respekt auch vor den Ballungsgebieten, die sehr, sehr wichtig sind für Deutschland. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich aus dem ländlichen Raum komme und ich glaube, dass es deswegen sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns über diesen ländlichen Raum, der nie so im Fokus gestanden hat, unserer Diskussion unterhalten. Das ist überfällig und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ihr heute hier diesen Kongress macht. Und ländlicher Raum, der ist ganz unterschiedlich und du hast es bereits angesprochen und ich habe es auch angesprochen. Sie haben die Landschaften, wo die Gärtner sind, wo die Landwirte sind. Sie haben industriellen ländlichen Raum. Wir haben ländlichen Raum, da boomt es, da ziehen die Menschen hin in die industriellen Regionen. Wir haben aber auch ländlichen Raum, da wird es einsam. Da gehen die Läden aus den Dörfern raus, da gehen die Schulen, die Kindergärten aus den Dörfern raus.
hoffentlich, ich sehe den Chef der Feuerwehren in Deutschland, nicht die Feuerwehren, die bleiben meistens noch bis zum Schluss. Die Feuerwehren bleiben meistens bis zum Schluss. Und deswegen sind Sie heute auch ganz richtig hier, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen ländlichen Raum auch weiter lebenswert machen. Und meine Damen und Herren, es gibt neben all den Dingen, die heute Nachmittag noch über den ländlichen Raum erzählt werden, noch eine Bedeutung, über die müssen wir auch reden. Wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten und Sie kriegen das mit, in den Ballungsräumen noch Wohnraum zu schaffen, in den Ballungsräumen die Verkehrsprobleme zu lösen, in den Ballungsräumen auch die Wohnungsprobleme zu lösen. Und ich glaube, ein Ausweg aus diesem Dilemma ist nicht noch höhere Häuser, nicht noch mehr Autos und nicht noch mehr Verdichtung, sondern wenn wir eine Renaissance des ländlichen Raumes kriegen, wenn die Menschen mit Vergnügen wieder im ländlichen Raum leben, dann haben wir auch eine Lösung für die Ballungsgebiete in diesem Land. Und dafür müssen wir uns sehr, sehr intelligent überlegen, wie wir das machen, wie wir es schaffen, dass man beispielsweise, ich sehe den Alexander Dobrindt in München, in eurer schönen Landeshauptstadt, bei Siemens arbeiten kann, aber irgendwo im Sauerland wohnen kann. Und das Ganze trotzdem klappt. Das sind die Punkte und das sind die Herausforderungen, die sich uns stellen. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten und viele andere Probleme, viele andere Herausforderungen. Da werden Sie heute Nachmittag drüber diskutieren. Und ich würde mir eins wünschen von Ihnen allen, die heute gekommen sind. Und es ist wirklich für die Gäste, die jetzt nicht im Bundestag sind, sehr erstaunlich, und wie viele Kolleginnen und Kollegen heute da sind. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema auch bei uns genommen wird. Ich würde mir eins wünschen von den Kolleginnen und Kollegen, aber auch von Ihnen allen, dass Sie nicht nur heute kommen und sich mit dem ländlichen Raum beschäftigen, sondern dass das für die nächsten 3 Jahre ein Dauerthema wird, weil ländlicher Raum, und damit komme ich dann auch zum Titel, ländlicher Raum ist auch Heimat. Heimat ist wichtig, Heimat ist deswegen wichtig in einer globalisierten, sich ständig beschleunigenden Welt. Da braucht man ein Packende, da braucht man etwas, an das man sich festhalten kann. Und was ist da schöner als Heimat? Da, wo man vertraute Menschen sieht, wo man vertraute Dinge sieht, wo man vertraute Gerüche riecht, das gehört auch zum Land dazu. Das ist Heimat, und für diese Heimat machen wir uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion stark. Die nächsten 3 Jahre und darüber hinaus. Ihr Ansprechpartner dafür ist bei uns in der Fraktion Gitta Connemann, in der Bundesregierung Julia Klöckner. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir das in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln werden. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Brinkhaus. Ja, jetzt ein bisschen zur Einführung noch in das Thema wollen wir Ihnen einen ganz kleinen Film zeigen. Der ist im Auftrag der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag entstanden. Und Sie werden 4 engagierte Menschen vom Lande erleben, die aus ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind. Und Sie stehen einfach beispielhaft für das Lebensgefühl der Menschen auf dem Lande, ja, mit all den Vorteilen, aber auch mit den Ecken und Kanten. Ich würde sagen, gucken wir uns den Film erstmal an. Das Allerwichtigste, was die Landwirte in den nächsten paar Jahren und jetzt auch schnell brauchen, ist Planungssicherheit, egal in welcher Sparte. Ich glaube, wir müssen ganz arg aufpassen auf unsere Dörfer und wir müssen uns selber engagieren. Das Ehrenamt ist ganz, ganz wichtig für ein Dorf, und das ist auch die Stütze. Und das bringt viel gegen die Abwanderung, weil wir dann einen Zusammenhalt haben im Dorf. Und wo ich sage, das ist, macht den ländlichen Raum auch wirklich aus. Neben dringend benötigten Glasfaser glaube ich, dass wir eine Kultur schaffen müssen, dass junge Unternehmer gern starten und selber den Mut haben zu gründen. Was das Land bieten muss, ist die Möglichkeit der Kultur, der Start-up-Kultur, dass es überhaupt möglich ist, diese jungen Unternehmen überhaupt zu fördern. Der Landkreis Emsland hat in den letzten 50 Jahren eine, man kann sagen, Wahnsinnsentwicklung genommen. Vom Armenhaus hin zu einer prosperierenden, wirtschaftlich aufstrebenden Region. Wir haben heute 2,6% Arbeitslose. Wir haben de facto Vollbeschäftigung.
Die Menschen fühlen sich hier wohl und wir sind ein Zuwanderungslandkreis. Wir haben in den letzten 20, 25 Jahren einige 10.000 Bürger dazugewonnen und wachsen immer noch. Ja, das Emsland hat sich vielleicht etwas anders aufgestellt als andere Regionen. Einmal ist der Zusammenhalt in der Bevölkerung, in Vereinen, in den Strukturen, die wir haben, das gilt nicht nur für kulturelle Vereine, sondern das gilt auch für Kirchengemeinden, das gilt für die Dorfgemeinschaften. Das ist stark gepflegt worden. Wir haben die Infrastruktur ausgebaut, ich sage mal Gewerbegebiete, auch in kleinsten Gemeinden. Nach dem Motto, möglichst nah bei zu Hause sollte der Mensch sozusagen seinen Arbeitsplatz finden. Da kann er am besten mit dem Fahrrad hinfahren. Und da aufgesetzt muss man natürlich auch die kulturellen Angebote haben, die ganze Frage der Gesundheit, zum Beispiel Ärzteversorgung und zwar in erreichbarer Nähe, Krankenhäuser, die hervorragende Standards fahren und natürlich Pflegeeinrichtungen, die dann greifen, wenn zu Hause nicht mehr gepflegt werden kann. Die klassische Landarztpraxis mit dem rund um die Uhr verfügbaren Einzelkämpfer gehört definitiv der Vergangenheit an. Momentan ist die Versorgung auf dem Land noch gewährleistet. Doch in den nächsten 5 Jahren ergibt sich in vielen Gebieten Deutschlands ein Nachbesetzungsbedarf von 60% in der ambulanten Versorgung. Und gerade die Hausärzte, die ein breites Spektrum in der Patientenversorgung abdecken können, werden immer weniger. Theoretisch gibt es vielfache moderne Konzepte, beispielsweise die Gemeinschaftspraxis oder das MVZ, auch mit mehreren Teilhabern, auch mit der Möglichkeit zur Teilzeitanstellung. Das große Problem ist, dass viele Kollegen, die im ländlichen Raum womöglich ein solches modernes Konzept umsetzen wollen, keine Kolleginnen oder Kollegen finden, das zu tun. Zunächst einmal muss die Pflege stabil aufgestellt werden, denn wenn die Krankenpflege nicht funktioniert, kann auch die ärztliche Arbeit nicht funktionieren. Dann sind Budgetierung und Bedarfsplanung Instrumente, die vor 25 Jahren angesichts der Ärzteschwemme zum Schutz vor Überversorgung implementiert wurden. Aktuell gibt es keine Ärzteschwemme mehr, sodass sich die Politik fragen muss, ob das Sozialgesetzbuch 5 an dieser Stelle noch zeitgemäß ist. Mecklenburg oder Waren ist schon immer ein sehr touristisches Gebiet gewesen. Schon zu DDR-Zeiten gab es hier viele Touristen und das konnte in der neuen Zeitrechnung eben auch weiter ausgebaut werden. Mecklenburg ist ein Flächenland. Wenn wir Waren verlassen, dann haben wir wunderschöne Landschaft, aber immer weniger Einwohner, immer weniger Kaufkraft auch. Und das bringt uns in strukturelle Herausforderungen. Was an allererster Stelle steht, ist Zukunftssicherung. Und Zukunftssicherung hat ganz viel mit Fachkräften zu tun. Und das ist in Deutschland immer mehr Mangelware. Um junge Leute in die Region zu bekommen, zu behalten, braucht es spannende kulturelle Angebote, braucht es beste schulische Ausbildung, braucht es die beste medizinische Versorgung und ganz wichtig natürlich auch Anbindung an moderne Medien, Internet, was einfach teilweise zu langsam ist. Also wir sind hier in einer sehr guten Verfassung. Wir haben wirtschaftlich sehr aufgeholt und im Moment kann man also wirklich sagen, dass wir ein Landkreis sind, in dem sich's hervorragend leben lässt. Also Jobs sind ganz wichtig, aber es geht natürlich um mehr. Kultur ist zu einem harten Standortfaktor geworden. Kulturelle Angebote gehören einfach dazu, zu einem guten Lebensgefühl. Und wenn man Fachkräfte gewinnen will, weil man steht ja in Konkurrenz zueinander, dann muss man immer danach schauen, was hat man denn an Angeboten für die Familien? Was gibt es denn auch für die Partner, die mitkommen? Das wird eine ganz, ganz wichtige Herausforderung sein, dass man auf dem Land Orte der Begegnung schafft. Denn die traditionellen Orte der Begegnung, die brechen nach und nach weg. Deshalb muss man das selber wieder organisieren. Und so ein Rathaus hat dann auch die Pflicht, dass sie das macht. Begegnung schaffen, Foren schaffen. Am
eine der Frauen aus dem Film, und zwar gleich die erste, die Jutta Zeiselt, die ist übrigens auch hier. Schön, dass Sie da sind. Sie ist extra heute Morgen um 4 Uhr aufgestanden, um hier nach Berlin zu fahren. Und toll, dass Sie da sind. Vielleicht hören wir nachher noch in der Diskussion etwas von Ihnen. Jetzt erwarten wir aber erst einmal mit Spannung den Beitrag der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ralf Brinkhaus, der uns verlassen musste. Herzliche Grüße, liebe Gitta Connemann, als zuständige Fraktionsvize. Ich darf auch den Vorsitzenden des Agrarausschusses, Alois Gehrich, und den Sprecher. Wo ist er? Eben habe ich ihn gesehen. Er kam rein. Da hinten sitzt Albert Stegemann, der zuständige Sprecher in der Arbeitsgruppe im Parlament. Und alle anderen, die heute noch dabei sein werden, Herr Professor Hennecke und viele, viele andere, die werden noch begrüßt werden, und deshalb konzentriere ich mich auf meine Aufgabe, heute den Aspekt ländliche Räume anzusprechen, den ich als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft in meinem Ministerium, in unserem Ministerium abdecke. Denn das Ministerium ist zuständig für die ländlichen Regionen, die ländlichen Räume. Und warum ist es so in aller Munde, oder warum betonen wir das, die in diesem Bereich tätig sind, so häufig? Aus einem Grund, weil wir unglaublich viel über Wohnraumförderung in Städten zum Beispiel reden. Und diese Wohnraumförderung oder Wohnraumknappheit hat im ländlichen Raum einen ganz anderen Namen, nämlich Leerstand. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, über den wir reden müssen, worüber wir eben auch geredet haben. Ich kam von der Initialsitzung von der Gründung unserer Kommission für die ländlichen Räume, nicht nur ländlichen Räume, sondern für die gleichwertigen Lebensverhältnisse in Deutschland, unter der Führung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, meine Kollegin Franziska Giffey und ich, wir sind die Co-Vorsitzenden. Und es waren aus allen Bundesländern Ministerpräsidenten oder Vertreter da. Fast jedes Ressort in dieser Bundesregierung ist in dieser Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse dabei. Und das Interessante und Wichtige ist, dass wir den ländlichen Regionen eine Stimme geben. Denn ganz häufig versteht jeder etwas anderes unter dem Thema gleichwertige Lebensverhältnisse. Und ich möchte, liebe Gitta Connemann, dir und deinem Team sehr herzlich danken. Zum einen, dass ihr dem ländlichen Raum eine Heimat gebt, nämlich mit diesem Kongress, mit dem Bespielen, mit den einzelnen Themen, politischen Fragestellungen. Aber auch diese Filme jetzt, diese Kurzfilme eben haben gezeigt, wie unterschiedlich die ländlichen Regionen sind. Und es gibt nicht den ländlichen Raum, es ist eine Vielzahl. Diese Vielfalt macht Deutschland aus. Und deshalb ist eines, glaube ich, vorab klar, wenn man politisch ein Statement auch setzen möchte, dass es nicht oder dass es keine Lösung gibt mit einer Gießkannenpolitik, dass es nicht eine Antwort auf alle Fragen gibt und dass es am Ende auch ein Petitum ist für Entscheidungsfreiheiten vor Ort, um am Ende auch ein politisches Ziel zu erreichen. Und das politische Ziel, das Überziel muss sein, und dann steige ich gerne auch ein bisschen mehr noch ein, muss sein, dass wir unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das Überziel muss sein, das Oberziel, dass sich keiner abgehängt fühlt oder abgehängt ist und dass derjenige, der vor die Haustür geht, der davor tritt, der erlebt nicht Berlin, Brüssel oder irgendeine Landeshauptstadt, der erlebt die Politik daheim. Und daheim will er sehen, funktioniert das mit der Kita? Daheim will er sehen, funktioniert das mit meinem Funknetz? Und daheim will er sehen, wie ist das denn eigentlich mit der Anbindung? Und das will ich auch klar sagen. Und deshalb nochmal diese beiden Aspekte. Und gerade weil wir hier in der Hauptstadt sind, brauchen wir die Perspektive bei den politischen Entscheidungen auch der ländlichen Regionen und nicht nur der Hauptstädte und derer, die am Ende sagen, ja, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Richtig, aber wir müssen auch an die denken, die allein in einem großen Haus leben, sich als ältere Menschen gerne verkleinern würden, aber das Haus nicht verkauft bekommen
und am Ende ein Problem haben, weil just dieses Haus als Altersversorgung gedacht war. Und irgendwann müssen wir überlegen, das ist so ähnlich wie, da trete ich vielleicht dem einen oder anderen Kommunalen auf die Füße, aber das ist so ähnlich gewesen wie das Ausweisen von immer mehr Neubaugebieten und sich dann beklagen, dass die Ortskerne leer sind und dann haben wir nochmal mit dem gleichen Geld Ortskerne belebt. Also es muss schon ein großes Ganzes sein und es muss passen. Und insofern bin ich diejenige, die die Stimme erhebt in dieser Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse, die Stimme für die, die aus den ländlichen Regionen kommen. Und unser Petitum ist, ja, die ländlichen Regionen sind die Kraftzentren unseres Landes. Und wir werden dann nicht darüber sprechen, dass die Klassen zu groß sind, dass die Kita-Gruppen zu groß sind. Nein, da werden Schulen geschlossen, weil zu wenig Kinder da sind, weil es zu wenig Familien gibt. Und deshalb brauchen wir passgenaue Antworten und Lösungen. Und ich halte es für absolut richtig, dass wir hier darüber reden. Also es ist ein Volltreffer, um es kurz zu sagen. Es ist eine Punktlandung. Das Timing hätte überhaupt nicht besser sein können, dass die Fraktion sich hiermit beschäftigt. Und deshalb war heute übrigens auch unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel mit dabei. Und auch sie kommt aus einer ländlichen Region. Und das, was wir immer mitbekommen aus den einzelnen Wahlkreisen unserer Abgeordneten, war uns auch Anlass, auch Förderprogramme aufzulegen, die passgenau für die Regionen sind. Und jetzt haben wir natürlich auch gewisse Herausforderungen. Was dürfen wir verfassungsrechtlich als Bund mit unseren, mit den Steuergeldern, also Ihren Steuergeldern, auch unseren, wir zahlen auch Steuern, wenn man es ordentlich macht. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir die Gelder passgenau einsetzen und dass es dort auch eine Folgewirkung gibt. Und ich will bewusst Herrn Professor Dr. Hennecke, der bei uns sitzt, ansprechen. Sie unterstützen ja das BML, unser Ministerium, bereits als Vorsitzender unseres Sachverständigenrates. Und ich versichere Ihnen, dass unser Ministerium als Anwalt der ländlichen Räume auch Ihre Expertise in die Kommissionsarbeit mit einbringen wird. Und insofern, sehr geehrte Damen und Herren, will ich gerne das aufnehmen, was so die Aufgabe war, die an mich gestellt worden ist, heute auch so eine Art Impulsreferat Ihnen zu geben. Ich will mal von der anderen Seite kommen. Was tun wir zurzeit? Zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus wird die Bundesregierung das Grundgesetz ändern. Auf Antrieb des sozialdemokratischen Koalitionspartners. Damit können jährlich zusätzlich 2 Milliarden Euro in die Städte fließen. Städtebauförderung, über 1 Million Euro in die urbanen Regionen. Da wird geklotzt, da wird nicht gekleckert. Und mir geht es nicht, dass Sie mich falsch verstehen, mir geht es nicht um eine Neiddebatte zwischen Stadt und Land. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir das Land als Gegenteil der Stadt definieren. Die ländliche Region hat aus sich heraus eine Wertigkeit. Und der ländliche Raum oder die Räume sind auch nicht nur das Zwischending zwischen zwei großen Städten. Auch das, glaube ich, müssen wir deutlich machen. Und deshalb sage ich, wir müssen auch schauen, dass in gleicher Höhe Gelder in die ländlichen Regionen fließen, um auch das hinzubekommen, was der Anspruch der jungen Generation, übrigens auch der Älteren ist. Sie kennen vielleicht den Begriff der Silver Surfer. Das sind die Älteren, die da auch im Internet aktiv sind. Also das ist jetzt nicht nur die Frage der jungen Generation. Und da hat es etwas damit zu tun, ob es um Teilhabe geht. Und deshalb, liebe Gitta, also ich sehe zum Beispiel, Stichwort Internet, dich. Ich folge ihr zum Beispiel auf Instagram, sollten Sie tun, auch der Fraktion und auch anderen auf Facebook und sonst wie. Also das Thema soziale Medien, Frau Theiser, das ist ja ein Ding, was uns zusammenbringt, was viele zusammenbringt. Frau Konnemann sehe ich auf einer Pferde- und auf einem Viehmarkt, intensives Gespräch mit Bürgern. Johannes Röhrig zum Beispiel im Gespräch mit jungen Unternehmern. Den Albert Stegemann habe ich gesehen im Internet an der Supermarktkasse oder Mechthild Heil bei lokalen Lehrstellen und Informationsbörsen. Vor Ort im Gespräch sein, darüber reden, sich zu vernetzen. Wir als Ministerium fördern zum Beispiel eine Senioren-App, die ich jüngst, wo ich einen Förderbescheid übergeben habe, in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Lahnstein. Da geht es darum, dass wir ältere Menschen zusammenbringen, die mobil sind, aber die nicht mehr auf das zurückgreifen können, was man in der Stadt selbstverständlich in der Infrastruktur vorfindet, sondern wo eigenes Engagement, Ehrenamt, sich trifft zusammen mit neuen Möglichkeiten, auch mit technischen Möglichkeiten. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, die lokalen Aufgaben in den ländlichen Räumen,
beziehungsweise die Aufgaben, die wir haben, aber auch die Disparitäten, die sind innerhalb der ländlichen Regionen, das haben wir auch in diesen Filmen eben gesehen, sehr, sehr unterschiedlich. Also müssen wir Acht geben, dass wir nicht glauben, von Berlin aus mit einer Antwort für Sie alle zu kommen, sondern wir brauchen auch einen Baukasten von Instrumenten. Und ich meine, wir müssen es auch schaffen, vor allen Dingen den Strukturwandel zu bremsen, die Bevölkerungsabwanderung aus einigen Regionen. Und gestern bin ich noch in Wien gewesen zu unserem Agrarrat im Rahmen der Ratspräsidentschaft der österreichischen Freunde. Und da war eines unserer Schwerpunkte, unter anderem darüber, uns auszutauschen, wie wir innerhalb Europas die ländlichen Regionen beieinander halten können. Denn wir haben festgestellt, just dort, wo Bevölkerung in den ländlichen Regionen sich abgehängt fühlt, just dort haben wir Anfälligkeiten für Polarisierungen auch. Und deshalb ist es mein Punkt, wer für die ländlichen Regionen Politik macht, der leistet Demokratiearbeit. Und kleiner sollten wir es auch nicht aufhängen. Und insofern brauchen wir Gelder, brauchen wir Passgenauigkeiten und auch die Diskussion natürlich darüber, ob die Instrumente, die wir jetzt haben, Sie kennen, bei uns gibt es unterschiedliche Diskussionen, aber wir sollten auch darüber reden, ob wir zum Beispiel auch durch Grundgesetzänderungen nicht nur den Städten helfen, sondern auch den ländlichen Regionen helfen. Wir haben als Bund die Herausforderung immer, und die zieht dann, das sage ich jetzt an die Kommunalen, die hier sind, auch immer den Ärger auf den Bund dann. Es ist auch schnell Richtung Bund gezeigt, wenn wir nur 3 Jahre lang etwas finanzieren können, viele nicken jetzt, Projekte finanzieren können, die toll sind, aber wo wir gar nicht in die Strukturförderung einsteigen können. Oder Sie kennen das gute Beispiel vorhin auch erwähnt, Mehrgenerationenhäuser. Das darf man dann 3 Jahre machen, dann überlegen wir uns, Mensch, irgendwie sei es ein Anbau oder erst die ganz Jungen, dann kommen die ganz Alten rein, damit wir immer noch mal ein neues Fördertatbestand haben. Und da wäre es die Überlegung, ob wir da nicht noch weiter, was zum Beispiel die GAK-Mittel etc. anbelangt, die ländlichen Räume noch stärken. Wir brauchen eine Gesamtstrategie für den ländlichen Raum. Wir brauchen vor allen Dingen Lobbyisten für den ländlichen Raum. Und deshalb habe ich mit meinem Ministerium gegründet ein Aktionsbündnis Leben auf dem Land. Ganz bewusst Leben auf dem Land. Das ist übrigens Lebensqualität, Leben auf dem Land. Das hängt von vielen Faktoren ab. Aber wir haben dieses Aktionsbündnis gegründet mit dem Landkreistag, mit dem Städte- und Gemeindebund, mit dem Zentralverband fürs deutsche Handwerk, mit dem DIHK, weil wir zeigen, es geht um Landwirtschaft, ja, aber nicht nur. Und Frau Konnemann hat das neulich in ihrer Rede gesagt, wenn die Landwirtschaft nicht mehr da ist, wenn auch nichts mehr passiert im ländlichen Raum, dann wird aus Landschaft nur noch Gegend. Und wenn ich andere Kollegen, die heute hier sitzen, hier sehe, die zum Beispiel beim PKM aktiv sind, natürlich spielt auch die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region, wenn wir sagen, wir wollen regionale Förderung haben, eine Rolle. Wir haben jetzt eine Möglichkeit der Förderkulisse für Unternehmen, die ab 50 Kilometer aufwärts, also weiter, quasi ihre Produkte, Dienstleistungen an den Mann und die Frau bringen. Aber wir haben eine Lücke der Förderkulisse, nämlich für die, die direkt vor Ort sich engagieren und als Unternehmen direkt vor Ort eben aktiv sind. Und das wollte ich heute stichwortartig angerissen haben. Und ich will Ihnen sagen, für 2018 stehen schon 10 Millionen Euro zur Verfügung für auch einen Sonderrahmenplan für die GAK, die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Und wir werden 2019, ich hatte heute das Berichterstattergespräch dazu, nochmal 150 Millionen Euro zusätzlich investieren, wenn Sie, liebe Abgeordnete, die heute da sind, dem auch zustimmen. Der Haushaltsgesetzgeber hat das in der Hand. Will aber noch eines sagen, wir haben, Sie kennen das wahrscheinlich, wir haben während der Koalitionsverhandlung von der sogenannten Landmilliarde gesprochen. Und diese Landmilliarde ist sogar mehr als eine Milliarde, sondern 1,5 Milliarden. Ich bin dankbar, dass nach entsprechenden argumentativen Überzeugungsarbeiten diese 1,5 Milliarden Euro beim BML zugeordnet sind. Ich freue mich auch, das BMI hat dort Anteil daran, ist unter unserer Bewirtschaftung oder auch Teil der Landkultur. Aber wir müssen auch sehen, und da weiß ich, dass es da Kritikpunkte gibt, ja, warum läuft denn das Geld zum Beispiel, unter anderem, das ist ein Anteil nur, zum Beispiel für die Sozialversicherung der Landwirte. Und ich glaube, da muss der Anspruch nicht unterkomplex sein.
Das kann man auch dem Gegenüber zumuten. Natürlich hat Landwirtschaft etwas mit vitalen ländlichen Räumen zu tun. Und wenn die Alten und auch die Jungen wissen, dass die Extremen, also das heißt, die extremen Situationen im Leben abgefedert werden, dann werden wir auch Menschen weiterhin in den ländlichen Regionen haben, die sagen, ja, ich nehme auch das Risiko auf mich, einen Betrieb zu übernehmen, wo ich nicht weiß, wo es irgendwann hingeht. Aber ich mache das für den ländlichen Raum, für meine Familie, aber auch für die Attraktivität des Lebens dort vor Ort. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, werde ich nicht müde, auch mit der Unterstützung unserer Abgeordneten. Und da will ich wirklich Danke an die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagen. Auch unser Bundesprogramm Ländliche Entwicklung, BULE heißt das. Das ist ein Erfolgsprojekt. Am Anfang musste es erst mal anlaufen. Aber jetzt ist es wichtig, dass die Gelder abgerufen werden. Es geht um Innovation, will Ihnen mal ein paar Beispiele nennen. Digitalisierung, um Mobilitätsgeschichten. Es geht um die Frage, wie Ärzte kreativ in der Fläche der ländlichen Region etwas anbieten können. Dann hat nicht mehr jeder seinen Arzt, aber einen Arzt. Das, glaube ich, wird wichtig sein. Und Sie merken, und damit will ich auch zum Ende kommen, es gibt ganz, ganz viel zu erzählen zum Thema ländliche Region. Aber ich möchte Ihnen einfach noch sagen, was, glaube ich, entscheidend sein wird. Und es sind ja einige Vertreter des Ehrenamtes heute auch da. Ehrenamt ist häufig ganz viel Amt, aber wenig Ehre. Oder ja, oder beides, aber es ist viel Amt. Und wir merken auch, dass viele jüngere Leute heute sich nicht weniger engagieren, aber mehr projektbezogen einsteigen. Aber diejenigen, die auf Dauer sich einer Institution verschreiben, sich ehrenamtlich engagieren, die werden weniger. Und das, was mir am meisten genannt wird, warum Vereine Probleme haben, einen Vorsitzenden zu finden, hat häufig etwas damit zu tun, dass die, die sich zum Beispiel für einen Sportverein, für einen Gesangverein, fürs Rote Kreuz oder sonst was engagieren möchten, die sagen, ich bin am Inhalt interessiert, aber nicht an der rechtssicheren Auslegung der Datenschutzgrundverordnung. Und ich bin auch kein studierter Jurist oder ich will die Personal- und Finanzfragen so gar nicht regeln können, sondern ich will mich mit dem Ehrenamt, mit dem Inhalt beschäftigen. Und deshalb ist es unser Anliegen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir Ehrenamt haben wollen, braucht Ehrenamt mehr Hauptamt. Wir müssen, da bin ich fest von überzeugt, Hauptamt stellen, um Ehrenamt erhalten zu können. Und das will ich leisten mit diesen Aufgaben, mit einem Sonderrahmenplan oder mit BULE. Also da müssen wir dran arbeiten, dass wir das hinbekommen, dass wir zum Beispiel in den Landratsämtern dafür sorgen, auch durch Bundesgeld finanziert, dass es Stellen gibt, die als Anlaufstelle just für solche Fragen sind. Und dann kommt die Frage nach 3 Jahren, war super gelaufen, aber dann dürfen wir es nicht mehr finanzieren. Deshalb mein Hinweis, wäre nicht schlecht, wenn wir es in der GAK machen könnten, Klammer zu. Und da ist es wichtig, dass wir das hinbekommen für die ländlichen Regionen. Und da sehe ich wirklich einen guten Partner bei unseren Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion zu sagen, lasst uns die Brille so aufsetzen, dass wir hinhören, wie die Menschen leben wollen. Es muss möglich sein, dass Menschen so leben können, wie sie wollen, wo sie sich wohlfühlen. Und ich will enden damit. Heimat kann man schmecken, Heimat kann man riechen, Heimat kann man fühlen und Heimat kann man vor allen Dingen beleben. Und dazu dient, so wie ich das verstanden habe, dieser Kongress, selbstbewusst in die ländlichen Regionen gehen. Das ist keine Provinz, Provence hört sich wunderbar an, sondern es sind die Kraftzentren unseres Landes und dafür arbeite ich gerne. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Bundesministerin Julia Klöckner. Ja, wir starten jetzt in die Podiumsdiskussion und ich darf hier auf der Bühne empfangen Nina Sehnke. Sie ist Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. Herzlich willkommen. Axel Gedaschko, er ist Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Herzlich willkommen. Dr. Rainer Klingholz, er ist geschäftsführender Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Herzlich willkommen. Professor Dr. Hans-Günther Hennicke, er ist geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und Christian Reuter, er ist Generalsekretär und Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Roten Kreuzes. Wunderbar.
Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern und bitten, wenn Sie sich einmischen wollen in die Diskussion, es sind Mikrofone aufgebaut, wir haben eine knappe Stunde Zeit, wir haben viele Themen und deswegen legen wir auch sofort los. Ich würde gern mit Herrn Dr. Klingholz anfangen, mit der Wissenschaft sozusagen. Ihr Institut für Bevölkerung und Entwicklung beschäftigt sich damit. Sie haben Studien gemacht zu dem Thema. Wir wissen alle, es gibt nicht den ländlichen Raum. Vielleicht können Sie trotzdem mal an so zwei Beispielen sagen, was sind denn so die Extreme? Nehmen Sie vielleicht Ihr eigenes Mikro? Ja, wenn wir von ländlichen Raum sprechen, dann meinen wir den gesamten Raum fern der Metropolregion. Im ländlichen Raum sind ganz viele Städte. Also die meisten Menschen in Deutschland leben in der Tat in Städten und nicht in Dörfern, aber die Mehrheit lebt im ländlichen Raum. Es gibt ländliche Räume, die sind extrem erfolgreich. Also zwischen München und Augsburg ist ländlicher Raum. Aber da käme kein Mensch auf die Idee, auch nur über Probleme im ländlichen Raum zu reden. Entweder gibt es dort Arbeitsplätze vor Ort oder die Menschen pendeln nach Augsburg und München. Es gibt ländliche Räume, die sind wirklich fernab der Zentren. Die haben stark Bevölkerung verloren, weil die Attraktivität für Arbeitsplätze, für Ausbildungsplätze dort gering ist. Die haben große Probleme. Wir haben ländliche Räume in Deutschland, speziell im Osten, aber auch im Westen. Die haben seit der Wende bis zu 50% Bevölkerung verloren. Da ist die Aufrechterhaltung der Infrastruktur praktisch unmöglich. Und wir haben ländliche Räume, die sind entlegen, also peripher, dünn besiedelt und extrem erfolgreich. Wir haben das vorhin in dem Film gesehen. Das Beispiel ist das Emsland. Das Emsland hat es geschafft, und zwar im Wesentlichen aufgrund einer extrem starken Zivilgesellschaft, eines extremen Zusammenhalts der Menschen untereinander, dort viele Dinge auf die Beine zu stellen. Die helfen sich gegenseitig, die sind alle in mindestens drei Vereinen. Und aus diesem gemeinsamen Miteinander sind eben auch Arbeitsplätze entstanden, sodass es eine Zuwanderungsregion geworden ist, also die Menschen aus anderen Regionen Deutschlands oder sogar aus dem Ausland anzieht. Und das ist das Beispiel, wo man sagen kann, dort hat dieses subsidiäre Verhalten der Menschen, also die Selbstorganisation, dazu geführt, dass die Attraktivität über die Region hinaus strahlt. Das Emsland ist jetzt für Außenstehende keine Region, die einem sofort ins Auge fällt. Also die Schönheit des Emsland erschließt sich für Außenstehende nicht sofort. Aber die Menschen, die dort leben, die fühlen sich extrem wohl. Und sie fühlen sich wohl, weil sie in einer Gemeinschaft sind, die funktioniert. Und das ist das Geheimnis der ländlichen Räume, die erfolgreich sind. Wir haben viele Studien gemacht und wir haben in einem Meer der, sagen wir mal, Erfolglosigkeit, des Schrumpfens immer einzelne Orte gefunden, die sind stabil. Wenn man da hinschaut, woran liegt das, dann liegt das immer am Engagement bestimmter Menschen, die andere Menschen mitreißen und die dann eine dörfliche Gemeinschaft schaffen können. Wie man das schaffen kann, wie man zum Beispiel den Erfolg des Emslandes übertragen kann, darüber werden wir sicherlich nachher noch sprechen. Vielen Dank erstmal, Herr Professor Hennicke. Heute tagt ja die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse. Das erste Mal. Wenn Sie denen was ins Tagebuch schreiben könnten, was wäre das? Nee, ich schreibe denen ja nichts ins Tagebuch, ich bin Mitglied der Kommission. Sie sind Kommission. Mitglied sogar. Was wollen Sie da durchsetzen? Also insofern habe ich ja schon sprechen dürfen. Frau Klöckner und ich sind hierher gekommen. Und insofern will ich deutlich sagen. Halten Sie sagen, das Mikro dicht dran. Ja, will ich deutlich sagen, Frau Götz, das wird keine einfache Veranstaltung. Ja? Also insofern müssen wir schauen zu sagen, das ist mir heute auch wieder deutlich geworden, auch wenn alle freundlich miteinander umgehen. Ja, es geht natürlich, ich sage mal den Satz des früheren niedersächsischen Innenministers Gerhard Klogowski, der immer sagte, welches Geld ist, welches Geld. Man kann auch sagen, jeden Euro kann man nur einmal ausgeben. Das heißt, die Erwartungshaltung, jeder ist einmal zu Wort gekommen. Und ich muss Frau Klöckner bewundern, die jetzt gerade gegangen ist. Sie hat also ein wunderbares Plädoyer für die Belange des ländlichen Raumes gehalten. Das war klasse. Ja, und der Bundesinnenminister hat den zentralen Satz gesagt, wie kann ich dort gut leben, wo ich leben will, als Obersatz. Also insofern sind die Voraussetzungen nicht schlecht, nur Sie müssen sich darauf einstellen, ich habe mich vorher darauf eingestellt, wir werden heftige sozusagen Verteilungskämpfe erleben. Und das, was Frau Klöckner eben hier beschrieben hat, mit großem Enthusiasmus, hat sie in der Kommission klasse gemacht, das ist aber genau die Frage. Dass man im Grunde sagt, der großstädtische Bereich schafft es,
sozusagen sein Problem, Verdichtungsräume, Wohnungsbau und so weiter, sozusagen sehr, sehr ins Zentrum zu rücken. Und insofern müssen wir immer aufpassen, dass wir da mithalten. Und insofern bin ich sozusagen stolz darauf zu sagen, wir können das, ich kann das sozusagen in Vierfachfunktion. Ich bin Vorsitzender des Sachverständigenrates für ländliche Entwicklung beim Landwirtschaftsministerium, wo wir, glaube ich, einiges auf den Weg gebracht haben. Der Deutsche Landkreistag umfasst per se sozusagen den ländlichen Bereich überall, also jedenfalls außerhalb des Deutschen Landkreistages gibt es keinen. Wir haben auch noch ein bisschen Verdichtung. Wir haben dieses Aktionsbündnis ländliche Entwicklung und insofern jetzt eben auch diese Kommission. Man muss viel tun und wir sind nicht am Ende. Die Zeit ist nicht lang, also insofern muss man schauen, zu sagen, was wirkt wo wie. Und das, was alle begriffen haben, darüber brauchen wir heute nicht mehr breit reden, weil man im Grunde sagt, das weiß jeder, das muss gemacht werden, es muss nur gemacht werden, ist sozusagen der flächendeckende Breitbandausbau, hochleistungsfähiges Internet für alle. Wenn man das nicht hat, kriegt man den Raum nicht angebunden. Wenn man das nicht hat, hilft das Digitalisierungsprogramm Schule nichts für den, der die Anschlussmöglichkeiten nicht hat. Auch das muss man deutlich sehen. Also insofern haben wir auch da Gefälle. Klingt gut. So, und insofern ist das, was Frau Klöckner vorhin gesagt hat, ist jetzt von zentraler Richtigkeit. Herr Gedaschko weiß darüber besser Bescheid als ich. Aber ich komme auch vom Lande. Meine Heimatstadt ist Sieke in Niedersachsen. Da hat mir der Bauamtsleiter, mit dem ich zur Schule gegangen bin, gesagt, wir haben beachtlichen Einwohnerzuwachs, obwohl sich an der Stadtsilhouette überhaupt nichts ändert. Woran liegt das? Will ich mal eben nur nacherzählen, liegt daran, dass das zu klappen scheint, was Frau Klöckner beschrieben hat. Es werden im innerstädtischen Bereich leerstehende Gebäude abgerissen, Geschäfte, die aufgegeben sind. Es werden da Wohnhäuser gebaut mit einer Reihe von Wohneinheiten für ältere Leute, die auf die Weise kurze Wege zu Geschäften, zu Ärzten und so weiter haben. Denen muss es dann gelingen, ihre Häuser, wie mein Elternhaus, mit 200 Quadratmeter Wohnfläche eigentlich für eine landwirtschaftliche Vier-Generationen-Familie, wo aber nur noch meine Mutter mit 87 wohnt, so wieder veräußern zu können, dass man das so umbaut, dass man merkt, ohne neues Bauland auszuweisen oder sonst etwas, dass man im Grunde sagt, die Silhouette ändert sich gar nicht. Aber man schafft es, in diesen 200 Quadratmetern mehrere Familien durch Umbau anzusiedeln. Also insofern kann man das. Nur wir müssen es tun. Und insofern, ich nenne das immer Fluchtursachenbekämpfung. Dafür reden wir mit Blick auf Afrika oder andere Länder. Das ist im Grunde das zentrale Stichwort. Fluchtursachenbekämpfung, das zentrale Stichwort. Ich kann nicht anfangen mit Wohnungsbau im Großstadtbereich und dann sagen, warum wohnt keiner mehr auf dem Lande und wird sein Haus nicht mehr los. Sondern ich muss umgekehrt anfangen zu sagen, wie ertüchtige ich die Menschen, wie es Seehofer sagt, wie kann ich dort gut leben, wo ich leben will, da zu bleiben, wo ich bin. Dafür müssen wir was tun und das wollen wir. Wunderbar. Dankeschön, Herr Nicke. Herr Reuter, wir haben in dem Film auch gesehen, es ging um Ärztemangel auf dem Land, ganz, ganz großes Thema. Dazu gehört natürlich auch neben Ärzten auch soziale Dienste, auch Feuerwehr, THW und so weiter. Vieles davon ist ja ehrenamtlich. Das Ehrenamt soll gestärkt werden. Aber wie? Wie kann man es denn stärken? Das ist die 5-Millionen-Euro-Frage. Ich glaube, was ich an der Stelle wirklich sagen möchte, mir ist gerade schon ein bisschen zu viel über Geld gesprochen worden. Entschuldigung. Geld ist immer ein wichtiges Thema und Förderung ist auch immer ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir müssen multiple Antworten für eine multiple Lebenssituation in unserem Land finden und gerade was das Land und ländlichen Raum angeht, natürlich auch finden. Und zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass wir Megatrends haben, die merken wir auch als Deutsches Rotes Kreuz. Wir haben noch 4.500 Ortsvereine. Wir finden noch richtig statt, noch. Und diese Megatrends sind zum Beispiel ein demografischer Wandel. Also die Geschichte mit der jungen Ärztin kann ich sicherlich bestätigen, aber trotzdem würde ich da ein bisschen Wasser in den Wein reingießen, weil ich glaube, wir werden nicht mehr zurückkommen in Zeiten, wo der Hausarzt gleich welcher Art im ländlichen Region unterwegs ist. Und dann ist der Hausarzt ja noch ein Spezifikum. Sie kriegen erst recht keinen Augenarzt, keinen Zahnarzt mehr automatisch in bestimmte Regionen rein. Und das Gleiche gilt für Kitas, das Gleiche gilt für einen Rettungsdienst. Also ich glaube, wir brauchen multiple Antworten. Ist gerade schon angesprochen worden, die Frage von 5G. Jetzt, wenn Sie einen einfachen Menschen vom Roten Kreuz fragen, ist das für mich kein Punkt des autonomen Fahrens auf dem Lande, sondern der sozialen Teilhabe. Ja?
Das Nicht-Vorhandensein von 5G bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir bestimmte Zukunftsfähigkeit in den ländlichen Räumen, was medizinische Versorgung, was soziale Versorgung angeht, nicht mehr sicherstellt. Dann kommt irgendwann sicherlich auch das autonome Fahren. Aber das sind so Themenfelder, glaube ich, die muss man ehrlich annehmen. Dankeschön. Frau Sehnke, Sie sind Bundesvorsitzende der Landjugend. Landbevölkerung differenziert sich ja in die, die bleiben wollen und die, die bleiben müssen. Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit junge Leute bleiben wollen auf dem Land? Vielen Dank und guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dass wir zwei Gruppen haben, dass wir die Gruppe haben, die bleiben muss, die Gruppe, die bleiben will, müssen wir noch eine dritte dazu nehmen, nämlich die Gruppe, die zurückkommen will. Mhm. Und das ist in den Anforderungen, die gestellt werden, eigentlich identisch mit denen, die bleiben wollen oder die wir gerne da halten wollen, die jungen Leute natürlich auch. Sagten gerade autonomes Fahren, was aus meiner Warte als Jugendverband natürlich in der Bedeutung vielleicht noch weiter oben ist. Wir reden von Mobilität, intelligente Mobilität in ländlichen Räumen ganz vorne ran, über weitere Wege. Ich glaube, wir müssen uns nicht die Illusion machen, dass wir in jede Ortschaft, in jede Gemeinde wieder die Schule reinbekommen. Dafür haben wir gerade in sehr ländlichen Gebieten auch wirklich zersiedelte Strukturen. Das muss aber, glaube ich, auch nicht das Ziel sein, zurückzugehen, sondern da weiterzudenken über digitale Lösungen. Da ist dann der Netzausbau wieder der Punkt auch. Gerade den jungen Leuten über intelligente Mobilität, über digitale Teilhabe die Möglichkeit geben, gleiche Chancen zu haben. Gleichwertige Lebensverhältnisse kann man sagen. Ich sage immer gerne Chancengleichheit. Chancengleichheit im Bereich der sozialen Beteiligung, der wirtschaftlichen Beteiligung, denn auch das brauchen die jungen Leute natürlich. Die wollen nicht nur die Landschaft genießen und die natürlich die Gesellschaft genießen und die Gemeinschaft auch aus dem Ehrenamt genießen. Die wollen auch wirtschaftlich teilhaben und auch gesellschaftlich-politisch teilhaben. Und für mich bricht sich vieles immer wieder runter auf eine Digitalisierung der Gesellschaft, was nicht heißt, dass wir weiter auseinandergehen, sondern dass wir durch Digitalisierung wieder zusammenkommen und dann auch in dem Sinne aus meiner Warte als Ehrenamt natürlich auch das Ehrenamt wieder stärken können. Und als letzter Punkt vielleicht auch, wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass die Leute bleiben, wir müssen gerade den jungen Leuten auch die Möglichkeit geben, natürlich auch mal ihre Heimat zu verlassen, ihren Horizont zu erweitern und dann wieder gerne zurückzukommen, um dann wieder mit dem gestärkten Empfinden für sich selbst, für die Bedeutung auch der Heimat und für die eigene Gesellschaft vor Ort, dann wieder gestärkt in die ländlichen Räume zurückzukommen und was zurückzugeben. Aber dafür wieder Beteiligung auf allen Ebenen und dann im Endeffekt auch wieder Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Nicht durch mehr Industrie, sondern ich glaube durch intelligente Lösungen, durch moderne Lösungen, innovative Konzepte und ich weiß gar nicht mehr, wer es vorhin sagte, ich kann bei Siemens arbeiten und kann im Sauerland sitzen. Ja, das wäre auch mein Traum, das wäre nämlich schön. Dann muss ich auch weniger hin und her fahren und kann meine Heimat im ländlichen Raum behalten und leben. Axel Gedaschko, reden wir mal von den Dorfbewohnern, die bleiben müssen. Wir haben es vorhin schon gehört, das sind oft ältere Menschen, die sich ein Eigenheim gekauft haben in den 60er, 70er Jahren. Inzwischen wohnt vielleicht die Frau allein dort mit über 80 Jahren, würde eigentlich weg, aber es gibt keine Infrastruktur mehr in dem Dorf und deswegen fallen die Immobilienpreise. Was nun? Was können Sie als Bundesverband der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen da machen, unterstützen? Also wir haben Unternehmen, die haben Leerstände in ländlichen Regionen, die liegen über 20%. Das heißt, das ist pure wirtschaftliche Not, die dann durch solche Situationen ausgelöst wird. Und deshalb ist es für uns vital, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie man tatsächlich die Entwicklung entweder abbremsen kann, weil sie in der Geschwindigkeit, in der sie erfolgt, komplett ungesund ist. Und damit kehre ich mal zurück an etwas, was hier schon mehrfach gesagt wurde. Wir haben Stadt und Land. Und ich möchte an dieser Stelle eines sagen, das Land hat eigentlich eine Riesenchance. Auch wenn die Bundesregierung will, dass sie 1,5 Millionen Wohnungen baut jetzt in den nächsten Jahren, das wird definitiv nicht funktionieren. Warum? Weil in den großen Städten nicht der Platz vorhanden ist, um diese Wohnung neu bauen zu können. Und wir haben auch gar nicht die Kapazitäten in der Bauwirtschaft. Gestern Destatis, höchste Ausschöpfung der Bauwirtschaft seit es gezählt wird.
Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn wir es richtig machen, ein wenig den Druck wirklich abzuleiten in die Region. Das setzt aber voraus, genau das, was Sie gesagt haben, ich brauche einen funktionierenden Nahverkehr oder überhaupt Verkehr. Und es ist toll, wenn in Berlin die 7. App für irgendwas entwickelt wird. In Berlin haben wir im Prinzip einen Overkill. Die Bewährung für solche Systeme, die auch staatlich gefördert werden, kommen erst dann, wenn sie auch in solchen Regionen funktionieren, wo es eben tatsächlich einen echten Bedarf gibt. Und eins muss man und wird man auch sagen müssen, wir werden nicht jede Erwartung eines Hausbesitzers erfüllen können, dass der Wert tatsächlich gehalten wird. Das ist Illusion. Was wir aber machen müssen, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Eigentumsförderung machen, dass wir die Eigentumsförderung so machen, dass sie möglichst geschickt ist, dass man beispielsweise damit ein Programm, Bayern macht das, das heißt, jung kauft alt, das heißt, dass dann tatsächlich der Erwerb älterer Immobilien gestützt wird. Und ganz wichtig ist, wenn ich zwar, ich sag's mal, den Ortskern saniert habe, aber schon in der zweiten Reihe um den Ortskern rum ist Leerstand, ist Stillstand. Das ist die Deaktivierung sozusagen von Attraktivität in den Städten. Und was wir an erster Stelle brauchen, ist Attraktivität des Kerns. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Engagement, Mut. Und wir machen im Moment zwei Pilotvorhaben. Eins in Nordrhein-Westfalen und eins in Sachsen-Anhalt. Und was uns heute dort leider häufig begegnet, ist ein gewisser Fatalismus schon. Man hat von der Bürgerschaft teilweise schon aufgegeben. Und da müssen wir sehen, dass wir diese Menschen wieder erreichen, ihnen auch Mut geben, weil ohne diesen Mut wird es nicht gehen. Mhm. Wenn Sie, möchte ich noch mal ermuntern, wenn es schon Fragen gibt, gern sich bemerkbar machen. Ich würde gerne ein bisschen tiefer einsteigen in die Themen, in das Thema Daseinsvorsorge, also ärztliche Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr, Wohnen. Es gibt Regionen, die haben eine richtige Abwärtsspirale und das sind nicht nur Dörfer, das sind auch Kleinstädte. Und die Frage ist jetzt vielleicht auch an die Politik, was kann man denn tun, um diese Abwärtsspirale aufzuhalten. Sie haben ja das wunderbare Beispiel Emsland zum Beispiel gegeben oder auch Cham in Bayern ist eine Region, die als das Armenhaus Bayerns angesehen wurde, die haben es auch geschafft. Was ist übertragbar? Was können Regionen, die ja abgehängt sind, in dieser Abwärtsspirale sind, was können die lernen? Herr Reuter. Ich glaube, was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Vernetzung von unterschiedlichen Angeboten. Genauso wie man sicherstellen muss, dass für die 80-jährige Frau irgendwo eine Lösung stattfindet, sozusagen kleinteiliger zu werden, brauchen wir eben neue Konzepte, auch was die soziale Daseinsvorsorge stattfindet. Also multiple Arztpraxen, ja, also in dem Klassiker zum Beispiel der Hausarzt, dass es dann eben in Dörfern soziale Infrastruktur gibt, in dem zum Beispiel die Kommune solche Einrichtungen vorhält, indem es dann halt zu unterschiedlichen Zeiten ärztliche, nicht nur Haus-, sondern auch eine fachärztliche Betreuung gibt. Bis hin zu Punkten, ein Klassiker, wenn jetzt der Ärztepräsident hier wäre, würde er sofort aufspringen, die Frage, was darf alles ein Arzt und was dürfen eben auch im Rahmen der medizinischen Versorgung Pflegekräfte, Notfallsanitäter etc. pp., um eben diese Lücke zu füllen, die wir weder durch Migration noch durch Sonntagsreden lösen können, dass wir für bestimmte Bereiche, gerade im ländlichen Bereich, Berlin ist gerade schon mal das Wort Overkill genannt worden, wenn Sie sich die Ärztedichte anschauen, dann stellen Sie fest, gerade in den Ballungsgebieten gibt es im Zweifelsfall zu viel Ärzte, im ländlichen Bereich zu wenig. Die werden nicht zurückkommen. Es ist eine Illusion zu glauben. Kann denn die Politik was machen, dass sie sagen, lieber Arzt, komm nach Mecklenburg-Vorpommern? SGB V ist ja gerade schon mal angewähnt worden. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeiten der medizinischen Behandlung durch Nichtärzte erhöht, sozusagen um in einem ersten Schritt Vorfeldlösung zu bringen. Frage bei uns zum Beispiel in einer unserer Strategiediskussionen, das ist ja nicht nur Sache der Politik, das Deutsche Rote Kreuz hat 300.000 Menschen mit Hausnotrufen versehen. Das ist noch klassisch Telefon. Sie haben jetzt alle wahrscheinlich zu Hause Alexa oder wie diese ganzen Dinge alle heute heißen. Ich kann mir vorstellen, in 10 Jahren haben wir solche Audio-, Video-, datenfähige Kommunikationstools, mit denen ältere Menschen gerade in ihrem selbstbestimmten Leben zu Hause weiter autonom, autark
aber eben nicht alleine losgelassen von der Gesellschaft leben. Und das ist eben eine Vielzahl von unterschiedlichen, multiplen, vernetzten Angeboten, die flankiert werden muss von Politik. Also in dem Fall sage ich, auch als Vertreter einer großen, vielleicht sogar einer der größten ehrenamtlichen Organisationen in Deutschland, das Sicherstellen dieser Rahmenbedingungen ist originärste Aufgabe von Politik, soziale Daseinsvorsorge sicherzustellen. Also Technik soll es nicht richten, sondern Technik soll den Menschen unterstützen, wenn ich Sie richtig... Ne? Ganz eindeutig. Genau. Und in dem Beispiel mit Siemens, ganz kurz, hilft einem nur bedingt, es hilft in der Industrie, aber nicht bei der sozialen Dienstleistung, da brauche ich den Kontakt und die Hilfe am Menschen für den Menschen vom Menschen. Es gibt zwei erste Fragen aus dem Publikum. Vielleicht stellen Sie sie einmal ganz kurz vor und stellen Ihre Frage. Mein Name ist Rotmund. Ich komme aus dem Landkreis Fulda in Hessen. Und ich möchte da kurz widersprechen, gerade was die Landarztproblematik angeht. Es gibt durchaus Ärzte, die auf das Land wollen. Wir haben bei uns solche Beispiele, die sich dort niedergelassen haben, auch mit kleineren MVZs auf dem Land. Was heißt MVZ? Medizinische Versorgungszentren, wobei man grundsätzlich sagen muss, die Entwicklung ist so, dass die MVZs alle in die Oberzentren gehen. Warum gehen die nicht aufs Land? Das hat einen Grund, das sind unsere kassenärztlichen Vereinigungen, die sind hoch geschätzt, die entscheiden über die Honorarverteilung und dort landen die Allgemeinmediziner in der Regel auf einem der letzten Plätze. Die HNO-Ärzte und die Radiologen sind eher weiter vorne angesiedelt, die Augenärzte im Übrigen auch. Und die gehen deshalb nicht aufs Land, weil sie ein Problem haben. Auf dem Land bekommen sie die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Spätestens nach 6, 7 Quartalen haben sie die an der Hand und dann geht es um den Regress. Denn gerade wenn sie in ein unterversorgtes Gebiet gehen, als Arzt oder als Zahnarzt, fahren sie ein enormes wirtschaftliches Risiko, weil sie Gefahr laufen, die Arbeit, die sie tun, nicht bezahlt zu bekommen. Sie haben nämlich viel mehr Patientenanlauf, als sie eigentlich vom Budget zugewiesen bekommen. Das heißt, entweder sie müssen nach 6 Wochen im Quartal die Praxis schließen oder sie arbeiten halt für umsonst. Und da muss man wirklich überlegen, da hat die Politik schon einen Ansatz, dort auch Druck zu machen bei der KV. Da vermisse ich von der CDU ein bisschen Einflussnahme, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Und da hat man sicherlich nicht eine Möglichkeit, darauf hinzuwirken. Bei der Digitalisierung möchte ich nur eins sagen, das ist schön, wenn Siemens Mitarbeiter hat, die im Sauerland arbeiten. Aber ich komme jetzt aus einer Region, wir haben keine Arbeitslosigkeit, wir haben Vollbeschäftigung. Unsere mittelständischen Betriebe haben Probleme, Leute zu bekommen. Und da muss man ganz klar sagen, bei Siemens in München ist das Gehaltsniveau ein anderes als im Landkreis Fulda. Und Siemens bekommt natürlich Mitarbeiter aus Fulda. Ja, die mit dem ICE nach München fahren können und ihren Heimarbeitsplatz haben. Nur diese Mitarbeiter fehlen bei uns im Mittelstand. Und diese Entwicklung sollte man auch immer bedenken, wenn man über die Digitalisierung redet. Vielen Dank für Ihren Redebeitrag. Gesehen, Frau Konnemann hat fleißig mitgeschrieben in puncto Ärzten, also das ist angekommen. Jetzt gab es eine Frage von der Dame. Gehen Sie an das Mikro und können sich einmal ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Petra Fretter, ich bin Mitglied des Saarländischen Landtages und Vorsitzende des Umweltausschusses und es ist ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns auch im Saarland beschäftigen. Ich bin aber nicht nur Landtagsabgeordnete, sondern ich bin auch Ortsvorsteherin in einem kleinen Dorf. Also das ist für viele vielleicht als Begriff Bezirksbürgermeister, kann man sich vorstellen, bei uns heißt es halt Ortsvorsteherin. Und wenn Sie wissen, wie Saarland strukturiert ist, ist ein kleines Bundesland und wir sind Meister, in was die Vereinsstrukturen angeht. Und wenn ich es runterziehe bei mich auf den kleinen Ort mit 950 Einwohnern, die Gemeinde mit 8.500, haben wir sehr viele Vereine und das ist eine ganz enge, verschworene Gemeinschaft. Wenn ich dann sehe, was alles über das Ehrenamt läuft. Sie sagen, man kann über das Ehrenamt vieles erreichen, das ist richtig, aber Ehrenamt allein wird es nicht ändern können. Das muss man wissen. Bei uns ist das Problem auch mit des Wegziehens der Einwohner und der Überalterung und dieses Verändern der Struktur, dass man sagt, wenn die älteren Leute ihr Haus verkaufen und die Jüngeren kommen nach, das beobachte ich bei mir im Ort auch. Ich wohne mitten im Wald, das nennt sich der Warnt, also wunderschöne Gegend. Das ist schon beliebt, aber wir haben keine Struktur mehr im Dorf. Alles ist halt mehr im Ortskern. Und die Ziele, die wir schon begonnen haben, waren, wenn Neubaugebiete, dann ganz kleine. Das wird angenommen. Das könnte man zusätzlich umsetzen. Und
Bei uns ist es mit den Arbeitsplätzen halt auch sehr schlecht bestimmt, das muss man einfach sagen. Wir sind auch in Grenznähe, dann wird gern nach Luxemburg ausgewandert, in dem Fall, wenn man Arbeit sucht, oder ins benachbarte Rheinland-Pfalz. Es gibt ein Projekt, bei dem ich Hoffnung sehe, das allerdings noch wahrscheinlich längere Zeit braucht. Das ist ein digitales Dorf. Das ist im Moment in der Umsetzungsphase. Das heißt, ältere Menschen können mit einem iPad niederschwellig alle Kontakte im Dorf anwählen, ob das jetzt Einkaufsmöglichkeiten sind, dass sie ihre Sachen bekommen, ob das die Apotheker, Arzt und Ähnliches ist, würde ich fragen, ob Sie da auch schon solche Ideen in anderen Bundesländern hatten oder wie Sie das sehen. Und ja, und was die Ärzte angeht, haben wir halt im Saarland auch das Problem, aber unsere Regierung hat eine Prämie von, ja, ist wenig, 10.000 Euro ausgesetzt, wenn jemand sich entscheidet, ins Land zu gehen. Es geht halt über den finanziellen Aspekt, der natürlich sehr marginal ist, wenn man eine Praxis macht. Ich hätte noch viel, viel mehr. Ich weiß, aber die Zeit unsere drängt, Zeit ist begrenzt. Genau. Und, es gab eine Frage, ob jemand weiß, ob es in anderen Bundesländern ähnliche Projekte gibt. Weiß ich selbst, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gibt es sowas auch, so ein Laden sozusagen oder einen Raum, der einen Tag kann man da was einkaufen, am nächsten Tag kommt zum Beispiel der Friseur hin und am dritten Tag der Arzt. Also solche Gemeinschaftsräume gibt es, dass, ja, das fängt erst alles an, dass man sozusagen die neuen Möglichkeiten nutzt. Sie wollen was ergänzen? Ja, zu diesen neuen Möglichkeiten. Das Problem dieser Regionen, die Einwohner verlieren, ist, dass viele Infrastrukturleistungen unter die Finanzierungsgrenze fallen und dann verschwinden, geschlossen werden, dicht gemacht werden. Und da steht der Anspruch der Gleichwertigkeit interessanterweise einer guten Versorgung im Wege, weil die Gleichwertigkeit voraussetzt, dass man die Normen, die Gesetze, die Regularien, die für ganz Europa, für ganz Deutschland gelten, eben auch in den leeren oder in den dünn besiedelten ländlichen Gebieten umsetzt. Und das macht es unmöglich, diese Infrastrukturen dort zu erhalten. Das heißt, wenn der Anspruch der 100% Erfüllung dieser Normen und Gesetze nicht gewährleistet ist, ist die Alternative 0%. Und was wir lernen müssen, ist zu akzeptieren, dass auch 90 oder 80 oder 70% mehr sind als 0%. Und das ist in Deutschland extrem schwer. Und da gibt es viele, Beispiele. Wir haben das rauf und runter untersucht. Das ist eine Höllenqual, sich über diese Regularien hinwegzusetzen, um Ausnahmegenehmigungen zu bekommen und so weiter und so fort. Es gibt ein ganz simples Beispiel an der polnischen Grenze. Eine Zahnärztin, die nicht mehr mobile Patienten versorgen wollte, die nicht mehr in die Praxis gekommen sind, die wollte sich einen Bus umbauen zu einer mobilen Zahnarztpraxis. Das hat aber die zahnärztliche Berufsordnung unterbunden, weil das der Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit im Umherziehen entspricht und das ist im Wortlaut untersagt. Mhm. Das hätte ja der Versorgung gedient. Daraufhin hat sie sich einen Koffer gebaut, 15 Kilo, selber finanziert, mit dem sie die Patienten zu Hause aufsuchen kann und sie dann auf dem Sofa behandeln kann. Das konnte sie durchsetzen, aber auch das war nur einen halben Tag in der Woche erlaubt, weil ansonsten der Tatbestand der zahnärztlichen Tätigkeit im Umherziehen wieder erfüllt gewesen wäre. Und daran sieht man, wie absurd diese Gesetzeslagen sind. Und deswegen ist es viel wichtiger, als zu sagen, wir machen alles gleich in dieser Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen-Debatte. Wir müssen viel mehr auf die Vielfalt der Regionen setzen und deswegen auch unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Freiheitsgrade zulassen. Und dann kann man Schulen erhalten, weil man Schulen eben nicht mehr als Infrastruktur sieht, die mindestens Grundschule 300 Kinder haben muss und so und so viele Lehrer, sondern Schule ist eine Dienstleistung am Kind, was das Kind auf das Leben vorbereitet. Und dann kann ich mir auch eine Schule mit 50 Kindern vorstellen, eine Schule, wo die Kinder eine Woche hierhin pendeln, andere Woche vor Ort bleiben, in der die Lehrer pendeln, in der es Fernunterricht gibt und so weiter. Aber diese kreativen neuen Möglichkeiten, die einzigen Möglichkeiten sind, die Versorgung in den ländlichen Räumen aufrechtzuerhalten, die werden massiv unterbunden und sie werden auch nicht in die Breite getragen, weil das von einem Bundesland zum nächsten dann wieder die nächste Hürde ist. Weil das, was in Brandenburg funktioniert, funktioniert noch lange nicht in Mecklenburg. Mhm. Herr Gedaschko wollte ergänzen, dann Herr Hennecke. Ja. Erstmal Herr Gedaschko. Ja,
Genau diese Frage haben wir unseren europäischen Kollegen gestellt, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wie organisiert ihr das? Und wir haben Antworten bekommen aus beispielsweise Großbritannien oder Spanien. Dort gibt es die Idee der gleichwertigen Lebensverhältnisse nicht. Aber in Nordeuropa gibt es diesen Gedanken und in Nordeuropa wird genau das gemacht, was eben gesagt wurde. Man braucht Öffnungsklauseln in den Gesetzen, in den Bundesgesetzen, in den Landesgesetzen, anders wird es nicht funktionieren. Ein anderes schönes Beispiel ist das Personenbeförderungsgesetz. Das Personenbeförderungsgesetz gilt überall in Deutschland gleich. Es lässt eine Experimentierklausel pro Versorgungsgebiet zu. Eine. Ja? So wird das garantiert nicht funktionieren, denn der Verkehr in der Uckermark ist anders als in Berlin-Steglitz. Herr Hennecke möchte ergänzen. Sie haben ja recht. Also erstmal zu dem einen Punkt noch. Wir reden jetzt ein bisschen. Sie hatten vorhin gefragt nach der Ärzteversorgung. Da kann man im Grunde sagen, man legt erstmal sozusagen auch daran andere Maßstäbe an. Wer kann überhaupt studieren? Wer gibt eine Bleibeverpflichtung ab? Wer hat welche Kompetenz? Das richtet sich nicht nur nach Abiturnote, hat inzwischen auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Also insofern kann ich Menschen mit Raumbindung auch anders binden, als wenn ich im Grunde sage, ich schicke sie erstmal alle in die Großstadt nach irgendwelchen Kriterien und dann gucke ich nachher, wen kriege ich wieder ab. Also da gibt es durchaus schon Möglichkeiten. Das, Herr Klingholz, was Sie sagen, ist von großer Richtigkeit. Und ich befürchte, auch diese Kommission, der Staatssekretär Ratzmann aus Baden-Württemberg hat mir während der Kommissionssitzung eine Mail geschrieben, zu sagen, glauben die anderen eigentlich an den Föderalismus? Ja, weiß ich auch nicht. Denn das, was wir in Berlin gutmeinend machen, ist zum Beispiel das gute Kita-Gesetz, von dem die FAZ gesagt hat, das ist ein schlechtes Kita-Gesetz. Weil Berlin bestimmt, wie es ausgestaltet wird, eine Anschubfinanzierung leistet und man dann vor Ort sehen muss, wie man sozusagen dann diese Voraussetzungen, die für alle natürlich dann gleich sind, wieder erfüllen muss. Das heißt also, im Grunde, das, was Sie sagen, ist richtig. Abstrakt sagt jeder, ja, da hast du recht, ja. Also besser ein bisschen was als gar nichts davon. Wenn wir aber daran gehen, ich habe einer Kommission angehört, die gab es in der Bundesregierung Schwarz-Gelb 2009. Kommission zur Entflechtung von Standards und so weiter. 396 Standards wurden ausgemacht, die man angeblich ändern könnte, damit sozusagen das Leben in der Fläche besser wird. Wissen Sie, wie viele geändert worden sind? Kein einziges. Und dann haben wir einen Brief bekommen vom damaligen Bundesfinanzminister Schäuble, der sagte, der war Vorsitzender der Kommission, ich hätte viele Möglichkeiten gesehen, wir sind aber gescheitert, schon an den Fachressorts hier im Hause, die sozusagen immer gesagt haben, geht nicht. Und deshalb heißt der Brief von Schäuble, ich habe ihn mir aufgehoben, der heißt auf Deutsch übersetzt, viel Glück bei der Arbeit, bleibt dabei, ich wäre für euch gewesen, habe aber keine Möglichkeit gehabt, irgendwo was durchzusetzen. Und das ist etwas, wo sozusagen die große Diskrepanz liegt zwischen gut gemeinter Politik, insbesondere gut gemeinter Sozial- und Bildungspolitik und festgesetzten Standards im Rettungsdienst und sonst irgendwo, die sie nicht einhalten können. Und dann stehen sie in der Tat immer vor der Frage, gar nicht bezahlbar, ja, oder zu weit weg. So, und das ist was, wo wir dafür werben müssen, zu sagen, die Leute auf dem Lande wissen eigentlich, wenn ich das eben den Gedanken noch sagen darf, wir reden immer vom ÖPNV auf dem Lande. Ich habe vorhin gesagt, in Sieke aufgewachsen, da fuhr noch nie ein Bus, da wo ich gewohnt habe. So, da haben alle Leute gewusst, wenn ich selber Auto fahren kann oder Angehörige habe, dann wird das nichts. Also wenn ich im Grunde Diskussionen sozusagen von Berlinern höre, die immer sagen, das Wichtigste ist der ÖPNV auf dem Lande, dann muss ich im Grunde sagen, das macht für Zugezogene gelten, die da irgendwo hinziehen und wo man sagt, was erwarte ich da. Aber die größte Führerscheindichte, die haben wir natürlich im ländlichen Raum. Im Landkreis Diepholz war ich mal Verkehrsdezernent. Ja, jeder über 18 oder heute über 17 hat einen Führerschein und beschafft sich auch im Grunde irgendwie ein Auto oder eine Mitfahrmöglichkeit. Das heißt, das, was wir machen müssen, ist ganz wichtig. Wir müssen die Problemlösung der Menschen aus der Sicht der Betroffenen sehen. Wir müssen nicht aus Berlin sagen, so müsst ihr das machen und nach Möglichkeit alle in Deutschland gleichen und dann ist gleichwertig, sondern wir müssen im Grunde gucken zu sagen, und von welchen Lebensbedingungen gehen die Leute im Raum aus? Die wissen ganz genau, was sie erreichen können. So, und wo sie Abstriche machen wollen und so. Und das müssen wir dann im Grunde auch zulassen, wenn es die Betroffenen selber mitmachen. Es gibt mehrere Wortmeldungen. Sie sind sofort dran. Ich würde gerne mal Frau Sehnke einbinden. Sie wollten was ergänzen. Genau, ich wollte noch mal auf den Punkt ÖPNV eingehen. Ich sehe es natürlich aus einer Warte, dass wir auch Personengruppen haben, für die der ÖPNV natürlich von großer Bedeutung ist.
wer noch nicht Auto fahren kann oder wer es nicht mehr kann, auch wenn das jetzt nicht meine primäre Zielgruppe ist, aber die dürfen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir ÖPNV nicht in diesem klassischen urbanen Stil denken müssen, wie er hier nämlich ist, genau, sondern individuell denken müssen, individuell für unterschiedliche Regionen und individuell für unterschiedliche Bedürfnisgruppen auch. Und dann sind wir im Grunde wieder an dem Punkt, dass wir sagen müssen, wir brauchen natürlich eine politische Ebene und auch eine Kommission, die den Punkt Gleichwertigkeit, Chancengleichheit weiter denkt. Aber vor allen Dingen muss es immer wieder runtergebrochen werden auf die Menschen vor Ort. Und Sie sagten es im Prinzip ja gerade, man braucht dann auch flexible Lösungen. Man muss die Menschen vor Ort fragen, was sie brauchen. Was für eine App. Und gerade beim ÖPNV gibt es ja diese flexiblen Lösungen mit den Bürgerbussen und Mitnahmebussen und sowas. Ich brauche in Südwestfalen, im Sauerland brauche ich nicht Drive Now. Mhm. Und auch nicht die, also mein Taxi funktioniert bei mir im Übrigen nicht. Aber also da brauche ich andere Möglichkeiten. Die Menschen, die auf dem Land leben, wissen genau, am besten, was sie brauchen. Und dann muss der Weg quasi dieses Prinzip von unten nach oben auch sein. Genau. Dann muss ich gucken, wie ich dann die Ideen von unten dann wieder von oben umsetzen kann und im Grunde diesen Kreislauf schließe. Also halt mir fest, Ärzte und ÖPNV, also Versorgung mit dem Nahverkehr sind Themen. Das hier ist ja eine Auftaktveranstaltung. Es geht noch sozusagen ins Kleinteilige rein. In nächster Zeit gibt es weitere Veranstaltungen. Wir können das heute leider nicht alles erschöpfend klären. Ich würde gerne die Dame jetzt mal bitten, Sie stehen schon sehr lange. Vielleicht darf ich Sie bitten, sich kurz zu fassen, eine Frage zu stellen vielleicht, weil es gibt 3 Wortmeldungen aus dem Publikum. Ja, mein Name ist Brigitte Heuss. Ich habe nur noch eine Frage. Es werden viele kleinere Krankenhäuser geschlossen, weil sie rote Zahlen schreiben und die in der Nähe der Dörfer und der ländlichen Gegend sind. Aber die älteren Menschen brauchen ja mehr Ärzte und vielleicht auch mal, wenn ein Notfall ist, die müssen immer weiter Wege mit dem Krankenwagen gefahren werden. Und das verstehe ich nicht ganz. Die Frage ist, warum die Krankenhäuser geschlossen werden, oder was? Ja. Herr Reuter? Kann ich ganz praktisch sagen. Das Deutsche Rote Kreuz hat noch 50 Krankenhäuser. Die sind jetzt klassisch betriebswirtschaftlich mehr oder weniger schlecht aus Sicht eines Klinikmanagers. Sie sind ländlich, haben so eine Bettengröße 300, sind nicht Maximalversorger. Alles Dinge, wo heute jeder Controller Ihnen sagt, schließen. Ist natürlich nicht unser Anspruch. Das Problem ist natürlich, wie in vielen anderen Bereichen auch, in der Gesundheitswirtschaft und auch im Klinikbereich gibt es jetzt, ich weiß nicht, seit 10, 15 Jahren die x-te Optimierungsrunde mit der Zielsetzung, alles effizient, alles gut, alles preiswert. Ergebnis ist genau das. In weiten Bereichen findet Gesundheitsvorsorge gerade für den ländlichen Bereich nicht mehr statt oder wird abgebaut. Für unsere Kliniken zum Beispiel, ich kann Ihnen das sagen, wenn Sie irgendwie im Kreisverband bei uns heute eine Klinik haben oder einen Landesverband, es gibt kaum eine Möglichkeit, sehr viel schnell massiv Geld zu verlieren wie mit einer Klinik. Das ist hoch 3 und das ist genau der Punkt, wo ich sage, auch da muss Politik von bestimmten betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien weg und sagen, ich muss auch im Rahmen der Daseinsvorsorge bestimmte Standards halten und das heißt dann auch zu finanzieren, auch wenn das nicht im Optimierungsbereich eines Controllers, wo auch immer, ist. Also dazu wird es auf alle Fälle noch eine Veranstaltung geben zum Thema Ärzteversorgung auf dem Lande. Ganz kurz ein Satz noch von Ihnen dazu, Herr Hennecke. Also ganz kurz, ich war auch mal Krankenhausdezernent im Landkreis Diepholz und da muss man jetzt... Er hat alles schon gemacht. Aber da muss man sagen, nee, lassen Sie mich mal sagen. Es ist trotzdem wahr. So, wir hatten 3 Kreiskrankenhäuser und ein kirchliches Krankenhaus. Das kirchliche Krankenhaus mit 80 Betten haben wir geschlossen. Die anderen haben diese Schwierigkeiten, wie Sie beschrieben haben. Und dann ist es im Grunde so, dass man sagt, im kommunalen Bereich, das ist Herzensangelegenheit vieler Kommunalpolitiker über alle Fraktionen hinweg, zu sagen, wir können da irgendwo ein bisschen sozusagen noch nachsteuern. Das geht in Grenzen. Dann hat man im Grunde gesagt, wir übertragen das an jemanden Dritten, jetzt hat man es zurück übernommen. Also insofern halte ich das für richtig, dass man im Grunde sagt, so lange wie möglich, man muss gucken bei den Abteilungen, wie viel kann man sich da leisten. Geht man da zurück und geht man sozusagen, es bleibt nur Grundversorgung, aber geht man da zurück und insofern plädieren wir im Kreisbereich dringend dafür, zu sagen, jedenfalls die Landkreise, die noch Krankenhäuser haben, haltet sie,
auch wenn ihr ihr auf grüner Wiese neu bauen würdet und das ganz anders machen würdet. Das, was ihr habt, da müssen nicht nur Patienten hin, da müssen auch Besucher hin. Man will im Krankenhaus auch besucht werden. Ja, ich war mit Herrn Montgomery beim Bundespräsidenten. Herr Montgomery hat gesagt, ich bin mit einer Schwedin verheiratet. Ich bin Großstädter und mit einer Schwedin verheiratet. Kennt das Problem überhaupt nicht. Ja? In Nordschweden fahren die Leute locker 270 Kilometer, wenn sie krank sind, um ins Krankenhaus zu fahren. Das sind nicht Verhältnisse, die wir im ländlichen Raum in Deutschland haben. Und insofern sind wir darüber heftig in Streit geraten. Okay, nächste Frage von Ihnen, dann sind Sie dran und dann Sie. Mhm. Ja, mein Name ist Philipp Lerch, ich leite die Kommunalakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ich stelle mir die Frage, ob wir in Deutschland vielleicht auch nicht das richtige Wording haben für die ländlichen Räume. Wenn wir nach Frankreich blicken, dann spricht man von La France profonde. Das meint zwar das alleingelassene, vielleicht auch entlegene Frankreich, aber eben auch das tiefe, das echte Frankreich. Die ganze Nation trotz Zentralismus definiert sich über die Kultur im ländlichen Raum. Und ich glaube, dass da brauchen wir auch noch etwas weniger technische Begriffe, etwas weniger Voraussetzungen nur im Bereich Digitalisierung, sondern günstige Baupreise und Ähnliches, sondern auch eine Sehnsuchtsformulierung. Und deshalb meine Frage an Frau Sehnke, Sie haben das ja ganz hervorragend gesagt, wir brauchen Menschen, die zurückkommen. Was sind denn dann die Begriffe und auch das Wording, dass ländliche Räume wieder zu Sehnsuchtsorten werden? Natürlich gibt es da nicht den einen Begriff, ganz klar. Aber was können wir an der Front tun? Denn alles andere klingt technisch und ich denke mal, die Bundesministerin hat ja einen Vorschlag gemacht, Kraftzentren, aber das kann ja nur ein Angebot sein. Wir dürfen vor allen Dingen nicht zulassen, dass zum Beispiel immer wieder formuliert wird, Kultur und anderes spiele sich nur in den sogenannten Ballungszentren ab. Und vielleicht haben Sie da noch einen Aufschlag, wie man im Grunde nochmal diese Liebe und auch die Sehnsucht zum ländlichen Raum bei gerade jungen Menschen stärker fördern kann. Vielen Dank für den interessanten Hinweis. Frau Sehnke, mögen Sie was dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also zunächst mal, ich glaube, den ersten Schritt haben wir schon getan, dass wir nicht mehr von dem ländlichen Raum reden, sondern schon sagen, die ländlichen Räume, dass wir da die Vielfalt, die wir haben, allein darüber schon abdecken können. Und ich glaube, wir brauchen kein neues Wording, sondern wir müssen uns in dem Sinne auf was Altes, was besinnen, was vielleicht gar nicht so modern klingt, sondern es einfach wirklich Heimat nennen. Und Heimat greift für mich alle Bereiche irgendwo ab. Das greift vor allen Dingen auch das Menschliche ab, das greift ein großes Gefühl und eine innere Verbundenheit ab. Und dann ist es egal, ob ich von der Heimat in Brandenburg rede, ob ich von der Heimat auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein rede oder ob ich von der Heimat in Bayern rede. Unter Heimat mag jeder etwas anderes verstehen, aber Heimat ist das ganze Gefühl und die Verbundenheit, die dahinter steckt. Was ich persönlich nicht gerne mag, ist die ländlichen Räume da zu verklären und zu viel Idylle da reinzulegen und auch zu viel, ja, vielleicht auch Naivität reinzulegen, weil das ist auch nicht richtig. Dann passieren nämlich Sachen, dass Leute in die ländlichen Räume ziehen und auf einmal merken, es ist doch nicht alles rosa. Ne? Und dann kriegt man Hahn und dann genau. Muss ich mich erstmal beschweren. Genau, ne? In meiner Herz schlägt halt auch das Herz der Junglandwirte, die wir auch vertreten. Das dürfen wir an der Stelle auch nie vergessen. Ländliche Räume sind Landwirtschaftsräume und werden vor allen Dingen durch die Landwirtschaft auch gestaltet. Da gibt es Beifall. Die nächste Frage, sag nur noch mal, wir haben noch etwa 10 Minuten. Bitte, Sie wollten noch alles was sagen. Alles klar, ja, ich beeile mich auch. Mein Name ist Jan Heun, Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ich möchte mal berichten aus meiner Heimatstadt Köthen. War jetzt groß in den Medien, aber es geht um ein anderes Thema. Jetzt sprachen wir um die Innenstadtbelebung. Da gab es auch einen super Vorschlag, warum zentralisieren wir nicht wieder beispielsweise Senioren in den Innenstädten anzusiedeln. Jetzt haben wir das Problem, wir sprechen darüber tatsächlich schon seit Jahren in Köthen. Die Innenstadt ist leer, die Geschäfte machen zu. Sagen Sie uns mal, wie groß Köthen etwa ist? 20.000 Einwohner. Ja. Also Kleinstadt. Ja. Jetzt haben wir allerdings das Problem, die Immobilien gehören in großen westdeutschen Firmen. Die verlangen für die Mieten horrende Summen, kann bei uns keiner bezahlen. Abkaufen kann es die Stadt sowieso nicht, weil die Stadt pleite ist. Jetzt die Frage, was machen wir in solchen Städten? Wir haben keine Möglichkeit, es zurückzukaufen, auch schon städtischer Seite aus. Wir haben auch keine Möglichkeit,
den Betrieben, denen die Immobilien gehören, ist soweit schön zu reden, dass die dort investieren? Das ist eine Frage für Sie. Wenn ich es nochmal richtig verstehe, also Sie haben Leerstand und die Häuser gehören Immobilienfirmen, die aber nichts machen, die leer stehen genau. lassen und damit richtig, spekulieren ja. sozusagen. Spekulanten, genau. Und Sie fragen, was man machen kann. Haben Sie eine Antwort? Dann auf die Antwort wartet ganz Deutschland. Wir haben tatsächlich Investoren, die sind überall in Deutschland unterwegs, die haben sozusagen Schrottimmobilien aufgekauft und wollen die eigentlich weiterverkaufen. Das ist deren Geschäftsmodell. Und eigentlich müsste man, in der Regel sind die Immobilien so weit runter, die kann man auch gar nicht mehr vernünftig reaktivieren. Und das sind eigentlich häufig Schandflecken in den Städten. Und unsere Unternehmen haben in den letzten Jahren ungefähr 500.000 Wohnungen, vor allen Dingen in den neuen deutschen Bundesländern, abgerissen. So, die Spekulanten wollen genau das nicht. Und wenn die Stadt, ich weiß nicht, ob die Stadt es versucht hat, Bremerhaven macht es beispielsweise, die sind dort sehr aktiv, wenn es darum geht, selbst wenn das ein Fonds aus den Cayman Islands ist, per Ordnungsrecht den Leuten das Leben schwer zu machen und die Wohnung dann letztendlich sogar als Ersatzvornahme abzureißen. Wenn ich ganz kurz darauf antworten darf, ist bei uns leider nicht der Fall. Das sind wunderschön renovierte Mehrbauten. Die Möglichkeit besteht von städtischer Seite aus nicht. Also sind tatsächlich reine Spekulationsobjekte, alle renoviert, aber mit Preisen datiert, die dort nicht üblich sind, die nicht bezahlbar sind. Auch das vielleicht nochmal ein Thema für eine fachliche Runde, aber ein toller oder ein wertvoller Hinweis hier für das große Plenum. Vielen Dank. Sie sind dran, bitteschön. Ja, Ursula Muhle, ich bin Bäuerin und Landfrau aus dem Kreis Coesfeld. Ich habe mal ein paar ganz praktische Dinge. Sie haben das Ehrenamt so gelobt, das ist ja wunderbar. Durch Loben wird aber nichts weiter erreicht, als dass man mit vielleicht gutem Gefühl nach Hause geht. Wie sieht es denn aus mit Rentenpunkte für ein ehrenamtlich Tätige? Vielleicht sollte man sich da mal Gedanken machen, wie man das staffeln kann und ganz konkret Leute durch Rentenpunkte belohnen. Da möchte Herr Reuter gleich drauf antworten. Ach so. Oder gehört das dazu? Ja. Die zweite Frage ist ein anderes. Was ganz anderes also, dann? Da rennen Sie bei mir alle Türen ein, weil ich glaube, die Sonntagsreden hören wir ja oft über die tollen Ehrenamtlichen und wie sehr und wichtig das Ehrenamt ist. Ich bin da ganz praktischer Anhänger. Es gibt Ehrenamtskarten, die gibt es schon in vielen Kommunen. Man kann ehrenamtliche Tätigkeit über Rentenpunkte aufwerten. Man kann es auch über Credit Points für junge Leute aufwerten. Und das ist dann für mich auch ein Stück Anerkennungskultur, die man nicht nur, aber auch da. Also verstehe ich das richtig, das gibt es schon? Es gibt, oder in es manchen, gibt Ehrenamtskarten, in manchen wo man Regionen für Ehrenamtliche... Bei Ihnen offenbar noch nicht? Nee, das ist für je Kommune und Landkreis ganz unterschiedlich. Okay, also auch das ein wunderbarer Hinweis. Zweite Sache, Digitalisierung im ländlichen Bereich. Also wir haben hin und her darüber diskutiert, was wir jetzt machen, ist das Glasfaser selber legen. Und zwar wir Landwirte im Kreis Coesfeld, in jedem Ortsverein sind sogenannte Buddelvereine, die das Glasfaser selber legen. Das heißt, wir machen die Arbeit selber und jeder muss pro Anschluss 2.500 Euro bezahlen. Bei uns im Dorf nebenan bezahlen die 50 Euro, in der Stadt nebenan bezahlen die gar nichts. Da frage ich mich, was ist das mit gleichwertigen Lebensverhältnissen? Das war das Thema vorhin. Da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Vielen Dank. Wer kann darauf antworten? Herr Gitterstuhl. Da sind wir beim Thema Versorgung und Rosinenpickerei. Wir leiden genauso wie Sie darunter, weil bestimmte Regionen, wir bestatten die Häuser aus mit Glasfaser, aber die endet dann irgendwie an der Hauswand. Und was dann kommt, ist erstmal nichts. Und wir warten darauf, dass es gebaut wird. Aber das ist letztendlich eine Sache der Vergabe der Lizenzen. Wie vergebe ich die Lizenzen? Mit welchen technischen Voraussetzungen beispielsweise? Es gab jetzt auch einen Streit um die Frage Vectoring, ja oder nein. Da hat man sich erst lange Zeit für dieses Vectoring, das heißt für die schlechte alte Technologie, ausgesprochen. Dahinter steckt, ich sage das mal so deutlich, die Deutsche Telekom.
Die Wettbewerber hätten gerne etwas anderes gemacht. Und ich glaube, hier brauchen wir noch mal ein bisschen einen kleinen Aufstand, auch tatsächlich aus den ländlichen Räumen, damit das Spiel nicht so weitergetrieben wird. Konkret auch die Frage, die Dame hat eben gesagt, die müssen 2.500 Euro bezahlen pro Anschluss. Ja, bleiben Sie jetzt auf den Kosten sitzen oder gibt es eine Möglichkeit, das Geld irgendwo wieder zu bekommen? Ich glaube, was klar sein muss, genau sowas, Vergabe, Ausschreibung. Es gibt bestimmte Güter und Dienstleistungen und Infrastruktur, die haben nichts mit Vergabe zu tun oder dürfen nicht nur alleine in den klassischen Vergabestrukturen gedacht werden. Zugang zu einem schnellen, leistungsfähigen Internet, das wirklich schnell und leistungsfähig ist, ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Bitte schön, sehe ich als Rotes Kreuz ganz eindeutig so. Das ist genauso ein Gut wie andere Güter, auch wie Wasser. Das muss im Zweifelsfall, wenn der Markt nicht funktioniert, staatlich als im Rahmen der Daseinsvorsorge sichergestellt werden. Also auch das als Punkt mitnehmen in die Kommission. Hennecke, ein Satz noch dazu. Dazu gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die aus unserem Hause mit dem Kurvorsitz geleitet wird. Aber es ist eben von der rechtlichen Konstruktion so, dass eben das gerade sozusagen marktwirtschaftlich organisiert ist. Also insofern muss der Staat hier sozusagen zugreifen. Das ist nicht wie im Grundgesetz mit Post und Telekommunikation und so weiter, sondern das ist eine politische Forderung, die wir erheben, die erheben wir auch. Nur die rechtliche Konstruktion ist anders und das ist das, womit wir uns im Grunde herumschlagen, dass wir irgendwo sagen, da wo es nicht wirtschaftlich ist, muss die öffentliche Hand, ihr früheres Haus hat ja viel da gemacht und insofern tun da sich jetzt alle im Grunde zusammen. Wenn Sie uns nachher Ihre Namen und Adresse lassen, die Geschichte tragen wir nach draußen, ja? Versprochen. Die Zeit läuft uns leider ein bisschen davon. Wir haben noch drei Fragen, die wollen wir auch gern noch beantworten. Wir fangen hier vorne bei der Dame in Rot an, bitte. Ja, danke. Mein Name ist Anke Bertram, ich bin Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein und lebe und arbeite auch im ländlichen Bereich. Ich komme vom äußersten nordwestlichen Zipfel der Republik. Ich komme von einer Insel. Da ist das Thema der geburtshilflichen Versorgung natürlich recht groß und die Infrastruktur im Land ist auch schlecht, das wissen Sie alle, die Marschenbahn, wir haben da Probleme, mittlerweile gibt es ja ein Katapult nach Sylt, aber das ist natürlich keine Alternative für die werdenden Eltern, aber ich will mich nicht darauf beziehen, sondern generell sagen, wenn Sie das Leben auf dem Land attraktiv gestalten wollen, dann müssen Sie wirklich bei den Familien anfangen und Familie beginnt einfach mit der Geburt des Kindes und momentan haben wir ja eine Zentralisierung in der Geburtshilfe, wir haben Probleme in der Infrastruktur, wir haben Probleme, wie wir eben gehört haben, mit der Digitalisierung und so weiter. Wir brauchen da eine Vernetzung einfach und wir brauchen einfach unterm Strich eine wohnortnahe Versorgung, medizinische Versorgung, nicht nur mit Ärzten, sondern eben auch mit Hebammen, weil Geburt ist ein physiologischer Prozess, der muss nicht mit Hightech-Medizin bedient werden. Wir müssen einfach sehen, dass wir das Leben für die Familien attraktiv machen und zwar direkt vor der Haustür, weil Heimat hat einfach was mit Verbundenheit zu tun und mit Wurzeln zu tun. Vielen Dank. Auch das wird aufgeschrieben von Frau Kornemann und mitgenommen in die nachfolgende Veranstaltung, wo es zum Thema ärztliche Versorgung geht. Ich sehe einen Kollegen von der Insel Rügen mit einer Frage. Bitte. Ja, mein Name ist Holger Kliewe. Ich bin von der Insel Rügen, genau. Frau Götz kennt mich. Die war auch schon mal auf unserem Betrieb. Bin Landwirt auf der Insel Rügen. Bin dort Bürgermeister einer kleinen Landgemeinde und bin auch Landtagsabgeordneter im Land Mecklenburg-Vorpommern. Mir ist hier heute auch in der Diskussion die Landwirtschaft ein wenig zu kurz gekommen, wenn auch die Frau Sehnke es ganz kurz angerissen hat. Mir bereiten eigentlich nicht nur die letzten 3 Jahre Sorgen, weil es schlechte Jahre waren für die Landwirtschaft. Wir schauen immer nach vorne. Aber ich möchte hier einfach nochmal anregen, weil auch viele Mitglieder des Bundestages dabei sind, dass wir uns in Deutschland durch viel zu viele überzogene Vorgaben uns die Landwirtschaft nicht kaputt machen. Wir arbeiten in einem europäischen Kontext. Wir sind auf die europäischen Märkte angewiesen, also wir müssen unsere Produkte europaweit verkaufen und dann brauchen wir Rahmenbedingungen, die wir in Europa gleich gestalten und nicht immer deutsche Alleingänge, die dazu führen, dass wir irgendwann in bestimmten Bereichen dann gerade in der Tierproduktion vielleicht die Landwirtschaft oder bestimmte Sachen aufgegeben werden. Ich sage mal nur aktuelles Beispiel jetzt die Ferkelkastraktion, die wir nicht geklärt haben, aber viele andere Dinge auch. Dann zu einer attraktiven Landgemeinde gehört natürlich auch eine stabile Gemeinde, ich sag mal, gehören natürlich auch finanzstarke Kommunen. Das ist ganz wichtig, dass die Kommunen mit entsprechenden
ja, entsprechende Finanzmittel haben, um einfach auch das Leben auf den Dörfern auch mitgestalten zu können. Und das erlebe ich auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Ganz viele Gemeinden, da geht es nicht mehr ums Gestalten, da wird nur noch verwaltet. Dort muss eine Gemeinde, eine ehrenamtliche Gemeinde dann überlegen, ob sie noch 500 Euro oder 100 Euro für irgendein Ehrenamt noch bezahlen kann, für einen Verein bezahlen kann. Also da muss natürlich, da muss man gucken, dass man eine Landgemeinde, die wenig Einwohner hat, die aufgrund von Schlüsselzuweisung ja ihr Geld bekommt, aber viel Fläche hat, viel Infrastruktur hat, da muss man vielleicht andere Parameter finden, um solche, so einen Faktor irgendwie Einwohner pro Fläche, um irgendwie da auch noch mal ein bisschen eine Schippe draufzulegen, damit so eine Gemeinde sich trotzdem selbst versorgen kann. Und wir brauchen natürlich auch mehr Veredelungswirtschaft im ländlichen Raum. Das wurde hier auch schon angesprochen, wir brauchen mehr Wertschöpfung. Und da haben wir leider in den letzten 20 Jahren eine Zentralisierung zugelassen in ganz vielen Bereichen, ob das Molkerei ist, ob das Fleischereien sind. Die Betriebe wurden immer größer, wir haben Konzernstrukturen und die kleinen wurden alle kaputt gemacht. Und wenn Sie heute erleben, dass ein Bäcker oder ein Fleischer, der vor 5 Jahren zugemacht hat, den kriegen Sie heute gar nicht wieder auf. Da fängt gar keiner wieder an, aufgrund völlig überzogener Vorgaben in Richtung, was er alles erfüllen muss, auch, ja, ich sag mal, bauliche Vorgaben und so weiter, Umweltschutzauflagen und das tut sich keiner an, da fängt auf dem Dorf keiner wieder an und macht dann Fleischer oder macht einen Bäcker auf. Ganz, ganz schwierig. Und ja, und dann auch noch ein Beispiel, was mich auch ärgert, dass aufgrund von sinkenden Einwohnerzahlen bestimmte Orte auf den Dörfern, die ein Grundzentrum sind, die so eine Zentralfunktion haben, die für viele kleine Orte Infrastruktur mit vorhalten, die dann irgendwann, weil sie die Einwohner nicht mehr haben, weil überall die Einwohner schrumpfen, ihren Status losgeworden sind, sind kein Grundzentrum mehr. Also sie werden doppelt bestraft. Sie haben sowieso weniger Einwohner, kriegen wegen der Schlüsselzuweisung von den Ländern und kriegen dann auch noch diesen Zuschlag für das Grundzentrum nicht mehr. Und dann merkt man, dass auf einmal alles zusammenbricht. Und da brauchen wir andere Lösungen. Danke. Vielen Dank für die vielen Hausaufgaben, die gegeben wurden. Und Frau Sinke will einmal ganz kurz was dazu sagen und dann noch eine letzte Frage und dann müssen wir leider Schluss machen. Einmal ganz kurz dazu, ohne das jetzt in eine agrarfachliche Diskussion abgleiten zu wollen. Ich bin da absolut dabei und möchte das nur noch mal betonen. Ohne Landwirtschaft keine ländlichen Räume. Ohne Landwirtschaft keine Arbeitsplätze im ländlichen Raum, im vor- und nachgelagerten Bereich, und ohne Landwirtschaft vor allen Dingen auch nicht die Landschaft, die wir alle kennen, und jetzt nehme ich doch das Wort wieder des Sehnsuchtsortes Land in den Mund, in den die Menschen überhaupt kommen wollen. Ansonsten, und ich sage es mal ganz platt, wenn wir die ländlichen Räume nicht weiter bewirtschaften und die Wirtschaft, die Landwirtschaft stärken, dann haben wir Wald. Dann haben wir nicht unsere schönen Landschaften, die wir haben, und dann geht uns ein ganz wesentlicher Teil verloren. Und deswegen sind das für mich, für uns als Verband, immer zwei Seiten einer Medaille: Stärkung der Landwirtschaft, Stärkung der ländlichen Räume und damit Stärkung der Menschen. Fast ein Schlusswort. Vielen Dank, Frau Sehnke. Eine letzte Frage aus dem Publikum, bitte. Ja, Frau Götz, Sie sind bei mir in der Heimat schon gewesen. Ich komme von der Küste und im herrlichen alten Land, wo die Äpfel herkommen, da sind Sie schon auf unseren Höfen gewesen. So, und ich möchte Herrn Reuter gerne zu etwas einladen, zu einer neuen Allianz, die wir gerade schließen wollen. Und zwar in meinem Heimatwahlkreis gibt es in Bremervörde, gab es vor 3 Jahren einen Unfall. Da ist eine Dame in eine Eisdiele reingefahren und es gab dort Todesopfer zu beklagen. Unter anderem ein kleines Kind und noch weitere Schwerstverletzte und Tote. Und seit 3 Jahren finden bei der Gerichtsverhandlung werden Feuerwehrleute und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes permanent durch den, in deren Augen, Dreck gezogen. Also da waren Gaffer dabei, die haben dort Aufnahmen gemacht. Es gab nachher eine Schlägerei. Die Polizeibeamten haben versucht, die abzuwehren. Die sind verurteilt worden zu Strafen von 120 Euro, 150 Euro. Und einer hat eine Strafe von 180 Euro bekommen. Das materielle Strafrecht haben wir mittlerweile verändert. Da war die Union ein Treiber. Wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, den Strafrahmen heraufzusetzen. Aber das prozessuale Strafrecht ist noch nicht verändert worden. Und die Idee, die letzte Woche Hartmut Ziebs mit Elisabeth Winkelmeier-Becker, also Hartmut Ziebs, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, mit unserer rechtspolitischen Sprecherin und mir geboren wurde, war, dass wir einen Hilfsfonds für Hilfs- und Rettungskräfte einrichten. Dass im Grunde unsere Helfer, die in diesem Land einen großartigen Dienst leisten, dass die nicht schutzlos vor Gericht stehen und dann von Konfrontationsverteidigern über Jahre fertig gemacht werden. Das findet nämlich statt, und ganz viele Feuerwehrleute und auch DRK-Kräfte, die stehen verzweifelt vor mir und sie sagen,
ich mache das nicht mehr. Ich lege das nieder. Wenn ich im Grunde schutzlos vor Gericht bin, dann werde ich mich nicht mehr engagieren. Also das ist ein Plädoyer, da brauche ich aber Ihre Hilfe, weil die Feuerwehr, die macht schon mit. Wir haben schon ein paar Leute, aber da brauchen wir noch ein paar, die diese Allianz unterstützen wollen. Und da würde ich Sie sehr herzlich gern zu einladen. Einladung angenommen. Vielen Dank. Also viele Themen sind heute angerissen worden und beileibe nicht in Gänze ausgeschöpft. Aber wie gesagt, es ist eine Auftaktveranstaltung hier. Es wird in nächster Zeit noch weitere Veranstaltungen geben zu fachspezifischen Themen. Wichtig ist allein, dass das Thema in aller Munde ist, Anerkennung findet. Die Menschen auf dem Land wollen nicht nachgeordnet behandelt werden. Und wir haben viele interessante Ansätze sowohl vom Podium als auch aus dem Publikum gehört. Wir haben leider schon ein bisschen überzogen, deswegen müssen wir jetzt einfach die Bühne räumen. Ganz herzlichen Dank Ihnen vom Podium, ganz herzlichen Dank Ihnen für das rege Interesse und jetzt freuen wir uns auf Alexander Dobrindt, den Vorsitzenden der CDU-CSU. Landesgruppe, Entschuldigung. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, liebe Gitta Connemann, liebe Frau Götz, der Vorsitzende von der M spricht gerne zu Ihnen, weil wir, ich glaube, ich weiß, woran es liegt, Sie fahren immer durch Norddeutschland mit dem Fahrrad. Kommen Sie mal nach Bayern, dann lernen Sie die M kennen, die dieses Land regiert. Ich bin riesig froh, dass wir zusammenkommen können unter der Leitung von der Gitta Connemann und einen Kongress abhalten können, der sich mal mit der Besonderheit dieses ländlichen Raumes, mit der ländlichen Region, mit dem, was wir als Heimat betrachten, beschäftigt, weil man zu Recht manchmal das Gefühl hat, dass Politik wie in einem Berliner Betrieb ja stattfindet, schon allein deswegen, weil sie getrieben ist von vielen engagierten Menschen und Kollegen, die natürlich auch in diesem städtischen Milieu wohnen, vielleicht nicht jeden Tag das gleiche Augenmerk auf eine ländliche Region hat, wie auf das, was wir heute Metropolen nennen. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, das, was uns alle eint, ist die Heimatliebe. Und die Heimatliebe beginnt mit der Liebe zur Heimatregion. Und das mal nach außen zu bringen und zu sagen, diese Heimatliebe, die die Menschen alle in diesem Land, in Deutschland empfinden, zeigt sich dadurch aus, dass sie unglaublich vielfältig ist, nämlich, dass sie in ihrer Tradition aus vielen, vielen sehr unterschiedlichen, sehr differenzierten und aber überaus werthaltigen Teilregionen besteht. Deutschland ist das Land der Regionen immer schon gewesen mit seinen historisch gewachsenen Teilen, mit seinem Föderalismus, mit seiner starken regionalen Unterschieden und übrigens auch mit der Betonung dieser regionalen Unterschiede. Und diese Regionen und die Menschen in dieser Regionen, die stellen übrigens eindeutig eine Mehrheit dar in diesem Land. Und alle sind wir uns dessen bewusst, dass 70% der Menschen in diesen ländlichen Regionen ja leben, dass übrigens nicht nur die Mehrzahl der Menschen da wohnen, sondern was meistens viel weniger beleuchtet wird, auch die Mehrzahl der Wertschöpfung in diesen Regionen erbracht wird. Wir haben natürlich alle den Blick immer auf unsere wunderbaren Städte, aber 60% der Wirtschaft sitzt nun mal im ländlichen Raum und die Wirtschaft wächst übrigens nirgendwo stärker als im ländlichen Raum. Wenn man die vergangenen 15 Jahre anschaut, dann gibt es einen deutlichen Vorsprung des Wachstums der Wirtschaft in den ländlichen Regionen gegenüber den Metropolen. Und deswegen gehört es, liebe Gitta, ja auch zu unserer DNA als CDU und CSU, dass wir die ländliche Region ganz besonders wertschätzen. Das ist nicht bei allen gleichermaßen so vertreten. Das wissen wir auch. Aber das macht auch einen Unterschied in der Politik aus. Wir waren die Ersten, die jetzt auch mal
nicht nur in den Ländern, sondern auch im Bund ein Heimatministerium geschaffen haben. Und ich kann Ihnen sagen, das ist viel belächelt worden. Das ist das erste Heimatministerium, das geschaffen worden ist. In Bayern wurde stark belächelt. Man muss nur immer überlegen, wer ist der, der da lacht? Nicht die, die davon profitieren und wissen, dass ihre Interessen da gewahrt werden, sondern immer genau die anderen. Und deswegen ist es umso wichtig, dass wir dabei bleiben, dass wir eine Vertretung der ländlichen Regionen nicht nur im Landwirtschaftsministerium bei Julia Glöckner zu Recht haben, sondern auch im Heimatministerium, Innenministerium, zuständig auch für die Heimat bei Horst Seehofer. Und ich habe das mal versucht vor einigen Monaten, wenn man eigentlich umgekehrt mal aus so einer Bewusstheit, Vertreter einer ländlichen Region zu sein, mal in Frage stellt, ob alles richtig ist, was in einer Metropole passiert. Umgekehrt ist es immer sehr einfach. Wird auch niemand dafür gescholten, wenn er eine ländliche Region per se mal als irgendwie rückständig betrachtet oder einen Heimatbegriff als etwas von vorgestern oder Ausgrenzendes. Das erleben Sie tagtäglich im politischen Betrieb. Ich habe mal versucht, das Umgekehrte zu formulieren. Man muss ja sowas auch mal testen. Und hab mal gesagt, Deutschland ist nicht der Prenzlauer Berg. Meine Damen und Herren, das ist so ziemlich eine absolute Wahrheit. Man erlebt einen Sturm der Entrüstung. Wie man nur als Politiker darauf käme, einen wunderbaren Stadtteil Berlins, das ist er zweifelsohne, hat auch niemand in Frage gestellt, so benennen könnte, als sei das nicht der Nukleus Deutschlands. Das bringt einen eher zu der Erkenntnis, dass offensichtlich sehr, sehr viele, die in Deutschland Nachrichten machen, im Prenzlauer Berg wohnen. Vermutlich auch einige, die im Bundestag ihren Dienst tun. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber meine Damen und Herren, trotzdem ist das, was da durchaus auch an schöner Kultur und Gewachsenem und Neuem und Großartigen am Prenzlauer Berg entsteht, noch bei weitem nicht das, was in Deutschland in seiner Breite in den ländlichen Regionen stattfindet. Ich mag auch mal Szeneviertel sehen. Und ich will natürlich auch, dass es die gibt und die erfolgreich sind. Ich will aber auch, dass man genau weiß, dass die Ausnahme sind und nicht die Regel. Die Regel ist der ländliche Raum, meine Damen und Herren, und nicht die Hipsterviertel in Berlin oder sonstigen Gegenden. Und deswegen darf man den Unterschied durchaus auch betonen. Und deswegen darf man uns auch gerne daran erinnern, und zwar alle in der Politik, dass man das, was hier an politischer Realität passiert, nicht über die Köpfe der Regionen hinweg entschieden werden darf, sondern dass in der Politik immer der Grundsatz gelten muss, alles, was wir tun, hat auch einen Check zu bestehen, nämlich einen Check, ob es taugt für die ländlichen Regionen, ob es die Flexibilität für die ländlichen Regionen hat, ob es die Vielfalt der ländlichen Regionen auch mit berücksichtigt und ob es in den ländlichen Regionen überhaupt umsetzbar ist, was wir hier entscheiden, oder ob es schlichtweg vergessen hat zu berücksichtigen, dass im Land draußen die Regeln nun mal andere sind als in der Stadt. Und das ist für mich... Danke für den einsamen Applaus. Das ist für mich schon einer der ja auch maßgeblichen Antriebe, die wir haben, wenn wir hier diskutieren. Sie haben viele Aspekte ja heute beleuchtet, die man im Detail alle auch immer wieder in Einzelsequenzen abarbeiten muss. Ralf Brinkhaus hat zu Beginn ein Thema auch aufgemacht. Er hat gesagt, Infrastruktur, Mobilität, Vernetzung ist einfach ein großes Thema. Das ist ein Thema, über das ich mich die letzten 4 Jahre gewidmet habe, als Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ich sehe die entsetzten Gesichter. Ich habe das weitergegeben jetzt an Andi Scheuer, der sich um das Erbe kümmern darf. Aber meine Damen und Herren,
Die Wahrheit, die da drin steckt, ist natürlich, dass dieses Haus, dieses Ministerium, das jetzt gar nicht den Begriff ländliche Region trägt, maßgeblich darüber entscheiden wird, ob wir in unserer ländlichen Region weiterhin erfolgreich sein können, ob wir die Stärke der ländlichen Region halten können, weil dieses Ministerium mit seinen Investitionen in die Mobilität, in die Vernetzung, in die Digitalität natürlich darüber entscheidet, ob wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land halten können. Deswegen ist das so von ausreichend großer Bedeutung. Ralf Brinkhaus hat, glaube ich, das Beispiel genannt, man will oder darf oder soll bei Siemens in München arbeiten und im Sauerland wohnen können. Das sind so ungefähr 500 Kilometer. Das geht, wenn man einen Hyperloop hat. Möglicherweise, das ist diese schöne Röhre da von Elon Musk, der die entwickelt, wo man dann in Hypergeschwindigkeit unterwegs ist. Das wird noch eine Weile dauern, deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen ein Zukunftsprojekt. Aber es zeigt schon deutlich, welche Herausforderung da drin steckt. Wir haben über Jahre und Jahrzehnte zu wenig in die Vernetzung Deutschlands investiert. Das ist die objektive Analyse, die habe ich jetzt nicht nur jetzt, sondern die hatte ich auch schon in der letzten Wahlperiode in meiner Funktion. Und deswegen haben wir auch einen Investitionshochlauf gestartet, der dafür sorgt, dass wir heute um 50% mehr Mittel ausgeben pro Jahr im Verkehrsministerium für den Infrastrukturbau als zu einer Zeit, als ich dieses Ministerium am ersten Tage übernommen habe. Und wir haben das Prinzip ausgerufen, dass alles, was baureif ist, auch finanziert wird. Das ist interessant. Der Andi Scheuer hat jetzt mehr finanzielle Mittel in seinem Haushalt, als er Projekte hat, weil wir auch viel zu langsam in der Entwicklung von Projekten sind. Wenn wir nämlich darüber reden, dass ich die Region attraktiv halten will und es ermöglichen will, dass Menschen da auch wohnen und arbeiten können, dann muss ich natürlich mit der Dynamik, der Fortschritt eines Gesellschaft mithalten können. Wenn ich aber heute Planungsprozesse habe, die 15, 20 Jahre dauern, dann kann man so einer Dynamik nicht standhalten. Und deswegen haben wir auch heute entschieden, auch diese Woche entschieden, dass wir Planungsbeschleunigung brauchen, um in der Lage zu sein, schnell Technologien und die deutschen Bienen gehen. Manfred Hederer, Chef der Bienenzüchter. Meine Damen und Herren, und ob das Straße, Schiene, Wasserstraße oder Digitalausbau ist, an Infrastruktur spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und jetzt habe ich noch vorhin die Klagen auch über den Digitalausbau mitbekommen. Wir haben im Bund ein Ausbauprogramm gestartet, das eigentlich das Problem, wie es beschrieben hat, nicht entstehen lassen darf. Deswegen wäre es wichtig, wenn Sie uns das auch noch mal reingeben, damit man sich das auch im Detail noch mal anschauen kann, weil man genau dies ermöglicht, dass überall in den Regionen superschnelle Breitbandanbindungen entstehen, wo es eben nicht durch den Markt geschaffen wird. Und warum ist das so wichtig? Sie haben viele Beispiele selber zugerufen. Jetzt bin ich schon oftmals dankbar und froh, wenn diese Beispiele kommen, weil sie nämlich zeigen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man Berichte darüber sich anschaut, dass Leute über Digitalisierung, die über Digitalisierung reden, eigentlich nur meinen, hier ging es um WhatsApp oder Twitter oder irgendwie sowas. Es geht um eine grundlegende Änderung der Gesellschaft natürlich bei Digitalisierung. Und die muss ermöglicht werden durch Bandbreite, durch Anschluss, durch Konnektivität. Und deswegen ist es so wichtig, dass das gleichermaßen und gleich schnell passiert und nicht in einer Stadt, in einer anderen Dynamik als auf dem Land. Wir haben deswegen für diese Wahlperiode uns 12 Milliarden Euro vorgenommen. Ich habe in der vergangenen Wahlperiode die ersten 2,5 Milliarden Euro dafür bereitgestellt. Ich glaube, ein Kollege hier war aus Mecklenburg-Vorpommern und hat erzählt, dass es da auch besonders schwierig ist. Und im Videobeitrag war es auch zu sehen. Mecklenburg-Vorpommern hat mit 800 Millionen Euro Bundesfördergeld in der letzten Wahlperiode profitiert für den Digitalausbau. Die werden spitze sein und schneller als zumindest die meisten anderen Bundesländer, wenn diese Gelder entsprechend umgesetzt sind. Das hat was auch mit vernünftiger Politik dann zu tun. Ich erzähle Ihnen aber, um was geht es da? Jeder weiß heute, da geht es um Mobilität auch. Autonomes Fahren, automatisiertes Fahren, jeder kennt das.
nichts mehr, was in die Zukunft gerichtet ist, sondern sehr, sehr schnell da ist. Unsere Kollegin Dorothee Beer, die Digitalministerin, hat zu Beginn dieser Wahlperiode von Flugtaxis geredet. Ist dafür furchtbar verlacht worden. Dass das heute aber schon Realität ist und in naher Zukunft natürlich stattfinden wird, ob für alle oder warum und immer, wird man noch sehen. Aber es ist einfach ein Teil der Digitalisierung und der braucht auch dann diese Anschlüsse. Und der weitere neben diesem ganzen Bereich der Mobilität ist der Bereich der Gesundheit. Wenn Sie in Amerika sind, im Silicon Valley, wo nun mal das Mekka der Digitalisierung zurzeit ist, dann werden Sie feststellen, dass jeder zweite Forscher sich nicht mit dem Mobilitätsteil der Digitalisierung auseinandersetzt, sondern schon mit dem Gesundheitsbereich. Und die Gesundheit, Gott sei Dank, wird durch Digitalisierung deutlich an Qualität, an Behandlungsqualität gewinnen. Jetzt kann man sich auch da nicht unbedingt immer alles drunter vorstellen. Manche reden dann ja schon von Online-Sprechstunden und sowas. Das gibt es auch heute schon. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo man sagen würde, das ist aber das, was wir aktiv fördern, sondern das ist ein Element, das noch dabei sein muss. Der Arzt soll schon noch vor Ort in der Region sein. Aber ich sage Ihnen mal ein Beispiel, das mir ein Kollege gezeigt hat, den ich vor kurzem besucht habe. Sebastian Thrun, ein deutscher Forscher im Silicon Valley, der lange Zeit für Google gearbeitet hat, heute eine kleine eigene Universität betreibt, in Stanford doziert und gerade sein Programm auf den Markt bringt zur Diagnose von Krebs, von Hautkrebs. Er hat mir erzählt, sagt er, weißt du, das ist eine der mit am tückischsten Krankheiten, weil man sie meistens ganz, ganz spät erkennt und dann ist sie schwer behandelbar und teuer und so weiter. Und sagt, mein neues digitales Modell wird das revolutionieren. Sag ich, wie soll das denn gehen? Sagt er, ganz einfach. Ich werde jeden Tag deinen Körper digital untersuchen, ob es Hautveränderungen gibt. Und wenn ich jeden Tag Bilder habe, merke ich das auch und kann das mit meiner Software, meinem Wissen analysieren, ob die bösartig oder ob die einfach ja, altersbedingt sind. Und wenn die bösartig sind, dann weiß ich auch schon ziemlich genau, was es ist und kann dich dann auch gleich auf deinem Handy daran erinnern, dass du zum richtigen Arzt gehen musst, mit schon einer Diagnose dabei. Dann habe ich ihn gefragt, wie soll denn das gehen, dass du jeden Tag meinen Körper scannst? Er sagt, das ist ganz einfach. Meine Technik wird in deine Dusche eingebaut. Mit vielen Kameras wirst du jeden Tag unter der Dusche komplett aufgenommen und analysiert. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, ist es für uns noch so ein bisschen befremdlicher Gedanke, dass man jeden Tag unter der Dusche fotografiert wird und das Ganze ins Internet gestellt wird. Aber dass die Technik so funktioniert, kann man sich doch sofort irgendwie nachvollziehen. Und jetzt kann man sagen, boah, Finger weg. Wir werden alles andere tun. Wir werden sagen, wenn das Ding funktioniert und wenn es meiner Gesundheit dient, dann werden wir es natürlich haben wollen. Und dann werden wir nicht sagen, in der Stadt kannst du sowas haben, aber auf dem Land geht es leider nicht, weil die Verarbeitungskapazitäten und alles Digitale nicht zur Verfügung steht. Das ist mal ein Beispiel, nicht vom nächsten Jahrtausend, sondern etwas, was in den nächsten Monaten, Jahren zur Selbstverständlichkeit gehören wird. Und das ist die Dynamik, die wir berücksichtigen, wenn es um die Regionen geht. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir in der Politik wieder zu strukturpolitischen Entscheidungen kommen. Ich betone das deswegen so ausdrücklich, weil Politik heute sich schwer tut, strukturpolitische Entscheidungen zu treffen. Weil strukturpolitische Entscheidungen heißt politische Entscheidungen. Nicht mit Lineal und Taschenrechner von einem Rechnungshof nachrechenbar nach Sinn und Zweck und höchster Güte. Ich habe damit in der Vergangenheit mich lange auseinandergesetzt, weil ich immer wieder nachweisen musste, auch als Minister, dass meine Entscheidung für den Bau einer Straße oder die Investition in einen, was weiß immer, Schleuse oder sonstigen Investitionen, dass die dem sogenannten Rechenmodell Nutzen-Kosten-Analyse entsprechen.
Und wenn Sie dem nicht hundertprozentig entsprochen haben, dann darf der Minister so eine Entscheidung einfach nicht mehr treffen. Und Politik tut sich schwer, das zu begründen. Ich habe heute noch damit zu tun, dass ich einen Straßenausbau von Deutschland nach Tschechien genehmigt habe und der Bundesrechnungshof mir hundertprozentig nachweist, dass aber da heute genau zu wenig Autos fahren, als dass man diese Straße ausbauen dürfte. Ich rede aber nicht von heute, sondern ich rede von Vernetzung in Europa. Und ich will, dass Tschechien und Deutschland und Prag und München und Berlin eng zusammenwachsen. Und da müssen Menschen Mobilitätswege haben. Und dann brauche ich die jetzt, muss ich sie jetzt bauen, damit sie in 10 Jahren und 20 Jahren zur Verfügung stehen. Und das muss das Denken wieder sein. Wir müssen bereit sein, aktiv politische Entscheidungen zu treffen. Ich komme strukturpolitisch. Ich komme aus einer Heimat, bei mir zu Hause an der Grenze zu Österreich. Nähe Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es eine Stadt, eine ganz kleine, die heißt Penzberg. In dieser Stadt Penzberg ist das größte Biotech-Zentrum Europas mit 6000 Mitarbeitern der Schweizer Firma Roche. Meine Damen und Herren, glauben Sie, dass die Schweizer Firma Roche mit ihren weltweiten Aktivitäten irgendwann auf die Idee gekommen wäre und sagen würde, da steht so ein Wald in Penzberg, da könnte man doch mal ein Werk mit 6000 Leuten hinbauen? Natürlich nicht. Das war eine strukturpolitische Entscheidung, die damals Franz Josef Strauß getroffen hat, weil er gesagt hat, Kohle gibt es nicht mehr. Und in diesem Penzberg war ein Kohlebergwerk, das 1970/71 geschlossen hat. Und dann hat es geheißen, was machen wir denn mit den ganzen Menschen, die da sind und da arbeiten? Die können jetzt nach München fahren zum Arbeiten. Ja, das ist die eine Idee. Oder man sagt, wir entscheiden aktiv, dass wir die Arbeit zu den Menschen in die Regionen bringen. Und das war so eine politische Entscheidung damals, ein Unternehmen aktiv anzusiedeln, nicht zu sagen, sucht euch den schönsten Fleck aus, wo ihr gerne hin wollt, sondern ja, wir wollen euch haben, aber ihr geht bitte dahin, da können wir euch für die Menschen brauchen. Das waren damals nicht 6000 Mitarbeiter, sondern ein paar hundert. Heute sind es 6000. Das sind strukturpolitische Entscheidungen. Die müssen wir mit Unternehmen, die müssen wir mit Behörden, die müssen wir aktiv angehen und im Zweifelsfall auch mal gegen eine Nutzen-Kosten-Analyse bereit sein, politisch so eine Entscheidung für ländliche Regionen und manchmal auch gegen Metropolen zu treffen, meine Damen und Herren. Jetzt will ich Ihnen nur noch mitteilen, ich komme gerade aus der Aktuellen Stunde zu Wohnen, Mieten, Bauen. Und wir haben da gerade als Koalition unser großes Wohnpaket, die Wohnraumoffensive, noch mal dargestellt gegenüber dem Deutschen Bundestag. Das ist eines der zentralsten Anliegen mit all seinen Elementen, vom Baukindergeld bis zur AFA, bis zu den Modernisierungen, alles, was da dazugehört. Aber, meine Damen und Herren, auch wieder Mut vom Bund. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass der Bundesinnenminister dies auch so formuliert und jetzt auch so genau umsetzt, auch wieder Mut vom Bund zu sagen, auch im Bereich Wohnen, wird nicht alles am Markt entschieden. Da hat Politik eine Verantwortung und da hat Politik übrigens auch Möglichkeiten, weil der Bund oder zum Beispiel die Bahn oder andere, die im Bereich des Staats arbeiten, oder zumindest uns nahestehen, die haben Grundstücke überall in Deutschland, in allen Regionen. Und dann muss der Bund nicht nur als Eigentümer von Grundstücken am Markt auftreten, sondern er muss auch wieder als Bauherr auftreten. Er muss sich Wohnungen als Eigentum nehmen, schaffen und nehmen und halten und wieder zumindest erstmal für seine Bediensteten, aber auch für andere in den ländlichen Regionen zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Bereich ist. Da geht es auch um die Städte, nicht nur um die ländlichen Regionen, selbstverständlicherweise. Aber auch diese Bereitschaft, wieder als Politik Verantwortung für Dinge zu übernehmen, über die man sich jahrelang nicht Gedanken darüber gemacht hat. Wir müssen es beim Breitbandausbau machen, wir müssen es auch bei den Wohninitiativen machen und wir müssen es flexibel gestalten, meine Damen und Herren, für ländlichen Regionen. Dann kann Politik auch da sehr erfolgreich und segensreich unterwegs sein
und dienen. Wir wollen das machen. Diejenige, die dafür sich besonders auch hervortut, erfolgreich hervortut, ist Gitta Connemann. Und deswegen freue ich mich, liebe Gitta, dass du mit einer großen Initiative für eine ganze Veranstaltungsreihe die Verantwortung übernommen hast und dafür sorgst, dass, so wie ich es zum Eingang gesagt habe, die ländlichen Regionen immer an der Spitze unserer Überlegung stehen und nicht die Regionen, die ohnehin selber schon sehr in der Lage sind, sich in Wort und Tat gegenüber der Politik zu kommunizieren. Dankeschön, alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende, jedenfalls zeitlich. Was bleibt nach ein Viertelstunde? Es bleiben leidenschaftliche Plädoyers für die ländlichen Regionen seitens unserer Sachverständigen, seitens der Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich zu Wort gemeldet haben, aber auch seitens unserer Fraktionsmitglieder und unserer Spitze. Sie haben es gerade von Alexander Dobrindt gehört, der den Reigen abschloss, und Sie haben es von Ralf Brinkhaus gehört, der ihn eröffnete. Sie haben Bezeichnungen gehört wie Kraftzentren, Demokratiefelder. Es ist darauf hingewiesen worden, dass es aber trotz dieser Bekenntnisse durchaus bittere Wahrheiten gibt und wir am Ende auch über Verteilungskämpfe werden sprechen müssen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Wir haben das Potenzial bis hin zur Fluchtursachenbekämpfung wahrgenommen. Und mit der Fluchtursache war am Ende das Thema der Landflucht beschrieben, die aber zum Teil gar nicht stattfindet oder aber sich vollkommen unterschiedlich darstellt. Denn das sind auch durch die Filme deutlich geworden. Wir haben vollkommen unterschiedliche Verhältnisse im Land. Vollkommen. Von Norden bis Süden, Osten bis Westen. Und es gibt keine Blaupause, die wir darüber legen können. Und deswegen war es so richtig und wichtig, dass gerade Alexander Dobrindt, Ralf Brinkhaus, aber auch Julia Klöckner darüber gesprochen haben, dass wir den Mut zur Flexibilität brauchen. Das fällt Politik durchaus manchmal schwer. Was bleibt? Etliche Aufträge an die Politik. Frau Götz sagte, Sie schreiben mit. Ja, das habe ich getan. Es wurde auch mitgeschnitten, also es geht nichts verloren. Und die Themenvielfalt war erheblich. Es ging natürlich um die Urquelle für die Belebung des ländlichen Raums. Das ist die Land- und Ernährungswirtschaft beispielsweise. Es ging um Fragen der Sicherstellung der Grundversorgung, wo wir häufig verkürzt nur über das Thema der Ärzte sprechen, aber am Ende ja auch meinen, die Hebammen, aber auch die Apotheken, die Therapeuten und die Pflege. Die Frage, wie können wir gegebenenfalls durch Kompetenzerleichterungen und Verteilung zu anderen Lösungen kommen? Das ist mit Kämpfen entsprechend verbunden. Wenn man Ärzte sagt, ihr sollt andere nichtmedizinischen Kräften gestatten, die berühmte Dorfschwester, am Ende vor Ort behandeln zu dürfen. Es sind keine leichten Aufträge dem Grunde nach. Es ging um Fragen des ÖPNV. In der einen Richtung ist es richtig, in der anderen Richtung brauchen wir mobile Lösungen. Es ging um das tragende Thema des Ehrenamtes, denn tatsächlich ist ohne Ehrenamt auf dem Land kein Staat zu machen und dort ist das Ehrenamt tatsächlich strukturbildend und tragend. Und es ging um die Fragen der Vernetzung. Eine Vernetzung, die weit über das Miteinander von Menschen hinausgeht, sondern eine Vernetzung, die am Ende durch ihren Zusammenhalt auch dazu dient, demokratiebildend zu sein. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass wir die größten Abbrüche und Verrutschungen, was Wahlverhalten in extreme Bereiche angeht, in ländlichen Regionen haben und nicht in den Städten. Wir haben uns an vieles gewöhnt und sind deshalb gut beraten, sehr gut auch entsprechend zuzuhören. Und sind deshalb der Meinung, lieber Alexander, als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dass dieses Thema der ländlichen Region für uns ganz oben auf die Tagesordnung entsprechend auch gehören. Dass wir wissen,
dass Menschen, die dort leben, auch ernst genommen werden müssen in ihren Anliegen. Und das heißt für uns zum Beispiel auch, dass es mit diesem Kongress am Ende nicht getan ist, sondern wir ihn nacharbeiten werden. Denn wir empfinden die Aussagen, die hier getroffen worden sind, durchaus als Handlungsaufträge. Frau Sehnke, Sie waren bei unserem Kongress im letzten Jahr dabei und Sie wissen, dass wir dann auch Wort halten. Dafür steht die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wir sind am Ende die Kümmerer vor Ort, übrigens auch in der kommunalpolitischen Vernetzung vor Ort. Wir wissen, dass die Förderung ländlicher Räume weitaus mehr ist als Wirtschaftsförderung. Und das ist heute noch mal deutlich geworden, übrigens auch in dem Wortbeitrag, der davon sprach, lasst uns die ländlichen Regionen wieder als Sehnsuchtsorte entdecken. Als Sehnsuchtsorte. Jetzt ist die Frage, wie kann man Sehnsuchtsorte übersetzen? Und dabei haben uns geholfen in besonderer Weise diejenigen, die heute das Podium dargestellt und gebildet haben. Und mir ist es ein Anliegen, an dieser Stelle Danke zu sagen für die Teilnehmer des Podiums. Und das waren Christian Reuter, der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuz. Das war Herr Professor Dr. Hennecke als geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages und mehrfacher Dezernent. Auch das haben wir gehört. Das waren Herr Dr. Rainer Klingholz als geschäftsführender Direktor, der nochmal auf Stärken bestimmter Räume hingewiesen hat. Und sagen Sie, seien Sie versichert, auch als Wahlkreis-Emsländerin, das ist sogar attraktiv da. Das war Axel Gedaschko als Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Und es war Nina Sehnke als Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Landjugend. An Sie alle ein ganz rieses Dankeschön. Die besten Gesprächspartner sind aber nichts ohne eine gute Gesprächsführung. Wir können uns ja so in der einen oder anderen Sendung im deutschen Fernsehen, auf welchem Kanal auch immer, manchmal auch ein Bild davon machen, wie das richtig in die Hose gehen kann. Aber das ist heute nicht der Fall gewesen, denn wir hatten das Glück, dass wir eine Leidenschaftstäterin gewinnen konnten als Moderatorin, die weiß, was es heißt, aus dem Land zu kommen, aus ländlichen Regionen, diese auch zu kennen in ihrer Breite und Vielfalt und das noch mit einem Riesenkompetenz zu verbinden. Und deshalb ein großes Dankeschön an die kompetente Moderation durch Heike Götz. Was bleibt? Es bleiben Zusagen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die erste Zusage ist, dieser Kongress ist keine Eintagsfliege. Es ist mehrfach darauf hingewiesen worden, wir haben heute uns einen Überblick geschafft, in dem über die soziale Infrastruktur gesprochen wurde, über die wirtschaftliche Infrastruktur, über die technische Infrastruktur, aber auch über die kulturelle Infrastruktur. Und wir sichern Ihnen zu, es wird Vertiefungen gehen, sei es der Frage der medizinischen Grundversorgung auf dem Land, der Kultur in ländlichen Regionen, der Herausforderung für Kommunalpolitik in ländlichen Regionen, der Frage von Wirtschaftsstruktur, die Anforderungen in ländlichen Regionen und vieles mehr, eine Zusage. Das ist die zweite Zusage, wir sichern zu, nachzuarbeiten. Und sei es darauf hinzuwirken, zu einem Instrumentenbaukasten zu kommen, der Ihnen die Flexibilität gibt, die Sie brauchen. Wir sichern zu versuchen, das aus einem Guss zu machen. Die Problematik für ländliche Regionen ist zurzeit, dass sie auf unterschiedliche Häuser in unterschiedlichen Kompetenzen verteilt sind. Und deshalb ist es so wichtig, und Alexander Dobrindt hatte es erwähnt, dass gerade die Kernministerien in Hand der Union sind. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Bundesministerium für Wirtschaft, die übrigens auch Beauftragte für Kultur und Medien. Denn am Ende geht es um viele Faktoren. Wir sichern Ihnen zu, dieses Bekenntnis zum ländlichen Raum nicht nur heute zu führen, sondern in Tat und Wort entsprechend umzusetzen. Damit am Ende wir den Anspruch erfüllen können,
dass die Menschen dort leben sollen können, wo sie leben möchten. Und das ist im Gros in ländlichen Regionen. Und für diese gilt, sie sind uns Heimat. Und wir sichern uns die Heimat am Ende durch die Orte, wohin wir gehören und wo wir leben. Wir sichern uns die Heimat übrigens auch durch die Art, wie wir leben. Und genau dies wollen wir beflügeln, damit wir sagen können, ländliche Regionen sind Heimat mit Zukunft und unsere Sehnsuchtsorte. Herzlichen Dank, die Veranstaltung ist geschlossen. Applaus